Michaela Mayer und ich freue mich, dass ihr auch heute mit dabei seid. Und an meiner Seite als Experte Matthias Gritzek. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen, Michi, und an euch da draußen auch. Wir freuen uns, kurz vor Weihnachten noch das dritte Rennen kommentieren zu dürfen. Sind voll motiviert, jetzt war ein bisschen eine längere Pause und heute geht's weiter. Genau, und wir haben ja heute ein sogenanntes Weihnachtsspecial. Man sieht es hier im Hintergrund, wunderschön geschmückt von Christoph Hugel persönlich. Unsere Athleten erstrahlen mit Weihnachtsdeko sozusagen, die uns via Zoom zugeschaltet wurden. Und auch wir haben uns ein bisschen was überlegt. Matthias Gritzek, vielleicht magst du kurz deinen Weihnachtspulli ein bisschen präsentieren. Also, wir haben es abgesprochen. Idee von uns beiden. Die Michi scheint um einiges mehr mit ihrem Pulli, aber ich habe mir auch ein bisschen Mühe gegeben. Es ist auch ganz interessant, bei Matthias steht, all I want for Christmas is Gin. Also, und ich wünsche mir einfach nur Schnee, vielleicht mal in Wien. Das wäre ganz schön. Heute wieder grau in grau, perfekt fürs E-Cycling. Perfektes Wetter fürs E-Cycling. Wir sind dahergekommen, leichtes Nebelreißen. Wir sind jetzt froh, dass wir da im Studio sitzen. Bei uns ist schön warm. Unsere Starter heute haben es auch schön warm und werden ins Schwitzen kommen heute. Genau, du sagst es, denn wir sind heute sozusagen virtuell in Paris. Wir sind ganz spannend auf einer Schlussetappe der Tour de France, kann man eigentlich sagen. Wie wird denn heute so die Strecke? Genau, wir sind in Paris, wir fahren auf der Champs-Élysées. Wir fahren da auch um den Lac de Triomphe. Und ja, die Strecke heute ist das längste Rennen von der E-Cycling League. Wir haben bei der Gruppe A und B, also bei den Elite-Herren, Amateure und bei den Damen, haben wir 8 Runden mit 52,8 Kilometer und ja, lediglich klingt jetzt wenig, 264 Höhenmeter. Und beim Nachwuchs in der Kategorie C haben wir 4 Runden, also die Hälfte mit 26,4 Kilometer. Und ja, ich glaube, vom Profil her ist das Rennen jetzt nicht unbedingt zu schwer, was aber auch täuscht, weil die Distanz länger ist. Und es geht doch die ganze Zeit viel rauf und runter. Und ich glaube, nach circa 1 Stunde 10 Fahrzeit wird das schon einiges abverlangen von den Fahrern. Genau, wir haben ja knapp 200 Fahrer und Fahrerinnen heute am Start. Unglaublich, es wird immer mehr, sowohl aus Deutschland und auch natürlich bei uns in Österreich. Viele jetzt schon begeistert mit dabei beim E-Cycling. Und Matthias, du hast das vorher angesprochen. Aber natürlich, was sieht es immer im Fernsehen auf der Schlussetappe der Tour de France, wenn sie da so durch Paris fahren? Ganz interessant auf den Champs-Élysées auch eben das Kopfsteinpflaster, was sie auch heute via Swift spüren werden. Ja genau, also nicht nur im echten Leben und bei der Tour de France hat man ein bisschen mehr Widerstand und wird da durchgerüttelt, sondern auch auf Swift wird das so simuliert, dass der Widerstand etwas härter ist und dass es nicht so einfach zum Fahren ist oder rollt wie auf gutem Asphalt. Also wird sicher auch da mitspielen und wir sind gespannt, wie sich die Fahrer und Fahrerinnen damit tun. Genau, wir haben ja knapp 5 Minuten, dann geht es los mit dem Start des Nachwuchs. Das ist wieder die erste Gruppe, die Gruppe C, die starten wird. Danach kommen die Herren, der Start der Gruppe A und dann die Damen, Start der Gruppe B. Ganz spannend ist es, dass wir sowohl bei den Herren als auch bei den Damen zwei Dominatoren und eine Dominatorin sozusagen haben. Stefan Kirchmeier und eben Kathi Machner, ganz stark die ersten beiden Rennen für sich entschieden. Glaubst du, wird es da heute vielleicht einen Führungswechsel geben bei den Damen oder bei den Herren? Oder ist das auch wieder so eine Strecke, die beiden liegt? Ja, also wir haben da unsere zwei Seriensieger, die die Rennen wirklich dominiert haben. Also super Leistung, Hut ab. Ja, bei den Damen haben wir auch eine neue Starterin, die Sarah Berntaler. Und ja, allein von den Werten sehr gut. Wir werden schauen, sie ist auch eine Newcomerin, was jetzt das E-Cycling angeht. Und vielleicht macht sie da Kathi Macher da eine gute Konkurrenz, dass sie nicht allein auf weiter Flur ist. Und bei den Herren mit dem Stefan Kirchmeier, ja, wir werden schauen. Ich habe mit ihm auch geredet. Er wird das vielleicht heute ein bisschen locker angehen, weil es nicht unbedingt seine Strecke, sein Kurs ist. Und er hat am Abend dann auch nochmal ein Rennen für die Swift Racing League. Da gibt es auch eine internationale Racing League, wo er mit seinem Team startet und was auch ein sehr wichtiger Bewerb ist. Also wir schauen da auf unsere Wand. Ich glaube, er wird schon mitfahren. Also er ist jetzt, sein Bild ist noch schwarz. Genau. Aber ja, mit dem Steffen ist auf jeden Fall zu rechnen.
Genau, also ganz interessant, wie es bei den Damen und den Herren ausschaut. Aber wie gesagt, los geht's mit dem Nachwuchs. Und da kann man sagen, die Bell-Brüder Moritz und Felix Bell aus Deutschland, wir sehen sie hier hinten auch bei uns im Bild. Sie, liebe Zuschauer, werden sie dann auch natürlich live zu sehen bekommen. Die haben erstens ein richtig professionelles Setup. Also das ist sozusagen wirklich ganz stark. Und die sind auch wirklich, man kann sagen, die Dominatoren beim Nachwuchs, die beiden. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir beide waren begeistert von ihrem Setup, was die da aufgebaut haben. Also echt toll. Beide an einem Bildschirm sitzen da in einem eigenen Raum auf ihrer Rolle. Und ja, die pushen sich auch selber, hat man letztes Mal auch gesehen. Und auch im Ziel hat der eine Bruder dem anderen dann noch applaudiert und ihn angefeuert. Also wirklich toll zu sehen. Und ja, ich glaube, dass das wieder unsere Mitfavoriten beim Nachwuchs sind. Und ja, wir sind gespannt, vielleicht kann ihnen irgendwer anderer Parole bieten. Genau, wir sind auch gespannt, was dem österreichischen Nachwuchs heute hier alles gelingt. Wie gesagt, wir sind heute virtuell in Paris unterwegs. Wir sind sozusagen auf einer Tour de France virtuell heute unterwegs und wir schauen jetzt auch gleich einmal in die Werbung zu unserem Partner der Kronenzeit. Ja, vielen Dank an die Kronenzeitung, die uns hier von Tag 1 wirklich unterstützt als Medienpartner des österreichischen Radsportverbandes. Die Kronenzeitung, ganz wichtig, nicht nur bei der E-Liga, sondern allgemein auch bei der Radliga, ein toller Unterstützer bei den Staatsmeisterschaften. Wir sind sehr dankbar, dass die Kronenzeitung hier mit an Bord ist. Und natürlich auch, wir sehen es im Bild, Flyer Alarm, der Premium-Partner der E-Liga, der Cycling League Austria, 2020 und 2021 hier mit dabei. So, wir schauen hier zum Nachwuchs und sehen, die Zeit läuft runter. Es sind nur noch wenige Sekunden bis zum Start, nicht einmal mehr 15 Sekunden. Und wir haben auch im Bild Moritz und Felix Bell aus Deutschland, wieder mit ihrem professionellen Setup, wieder wahrscheinlich sehr motiviert, auch heute ganz vorne mit dabei zu sein. 5 Sekunden bis zum Start, also sie treten schon gescheit in die Pedale, wie gesagt, was wir schon auch das letzte Mal erwähnt haben. Man kann nicht auch erst bei Null losstarten, sondern man muss schon vorher auf die gewissen Watt kommen, weil es natürlich gleich zur Sache geht. Und man sieht das schon hier bei den Bell-Brüdern, unglaublich für die zwei, fahren mit 500 Watt weg. Ja, es wird sich da gleich einmal eine Gruppe formieren, auch am Anfang. Und darum ist es ganz wichtig, ja, ich glaube, die Startphase ist eine der wichtigsten, dass man da in der Gruppe bleibt, den Windschatten ausnutzen kann und nicht gleich am Anfang den Anschluss verliert. Genau, das haben wir ja auch letztens schon besprochen. Was ist so ein bisschen der Unterschied zum Rennen in Natura, sozusagen im Live-Rennen? Da geht es ja mal oft gemütlich los, auch neutralisiert oft. Da kann man sich sozusagen mal ein bisschen einfinden. Ja, aber im E-Cycling gleich volle Pulle treten eigentlich, oder? Genau, volle Pulle treten. Gibt es natürlich auch bei den Rennen auf der Straße, also im Real Life, dass voll weggefahren wird. Natürlich die Fahrer haben wir auch hier auf unserer Video-Wall, wo schon eine halbe Stunde vor dem Start viele zugeschaltet waren, die sich aufwärmen, die ihr Setup vorbereiten. Also die setzen sich nicht erst 1-2 Minuten davor auf die Rolle, sondern ja, die treten schon sicher eine halbe Stunde in die Pedale vorher, um dann eben so einen Start hinzulegen. Genau, also das wird ganz interessant, wie es hier heute auch im Nachwuchsrennen läuft. Das Nachwuchsrennen ist ja ein bisschen von der Kilometeranzahl kürzer als die Startgruppe A und B. Das Gruppe C hat 26,4 Kilometer und 132 Höhenmeter. Und die Gruppe A und B, das sind dann die Herren und die Damen, die fahren 52,8 Kilometer und 264 Höhenmeter. Von der Länge ist es ja heute das längste Rennen der E-Liga 2020-2021. Wir sind heute bei Rennen 3. Insgesamt sind es 9 Rennen. Und heute mit einer Länge von über 50 Kilometern wird das richtig lang. Du hast das vorher schon angesprochen. Es ist ja eher ein flacher Kurs, aber es sind immer wieder so knackige Steigungen. Nicht lang, aber doch, die dabei sind, die dann wahrscheinlich viel Energie und viele Körner kosten, oder?
Genau, wir sind jetzt da, wir sind jetzt auf der Champs-Élysées. haben wir 3% Anstieg. Ist jetzt nicht viel. Wir haben das Kopfsteinpflaster dazu, was natürlich auch eine Rolle spielt, wo der Widerstand erschwert wird. Und ja, ich glaube, es macht dann die Summe aus. Wir haben keine großen Berge dabei, aber es macht die Summe aus, die kurzen Anstiege. Nach dem Anstieg geht es dann auch noch 1-2% weiter wieder. Also wir fahren da bei einer Unterführung durch, wo es mal rauf geht mit 6-7%, 1-200 Meter. Und dann schmiert sich, sagen wir so im Fachjargon, noch weiter. Und ja, wenn man da mal den Anschluss verliert, ist es ganz schwierig, wieder vorne mitzufahren. Genau, wir haben ja heute ein Weihnachtsspecial, sind nicht nur mit unseren sehr fashion Weihnachtspullis hier heute beim Kommentieren, sondern wir haben auch für den Start extra Weihnachtsmusik, also alles ein bisschen so im Christmas-Style heute. Und wir sehen hier auch schon die Männer, 1 Minute 38 bis zum Start, da wird schon aufgewärmt, natürlich im Hintergrund bei uns auf der Rolle. Sehr viele sind heute dazugeschalten, auch viele Profis, viele alte Bekannte aus den letzten Rennen. Richtig cool, dass so viele heute auch wieder Zoom dabei sind, oder? Na, es freut mich sehr, dass so viele dem Aufruf gefolgt sind. Also unser Bildschirm ist voll. Die Bilder werden immer kleiner, weil sich immer mehr Leute dazuschalten. Wir haben den Stefan Kirchmeier, den Doppelsieger. Wir haben zum Beispiel auch den Michi Gröll, was ganz interessant ist, der auch im A-Rennen mitfährt bei den Amateure, der auch unsere Ergebnisse macht, haben wir da. Wir haben vom Fabermeier den Fabian Schormeier. Wir, ja, also den Max Kuhn von Vorarlberg haben wir dabei. Und die sind jetzt schon gut am Schwitzen, weil es geht in knapp 40 Sekunden dann zur Sache und es erfolgt der Startschuss. Genau, also wir sind auch sehr froh, dass heute wirklich sehr viele Profis mit dabei sind. Genau auch hier jetzt im Bild Alex Grazer. Jetzt wärmt sich hier schon auf vom Team WSA. Alex Grazer, richtig starke Saison gefahren. Heuer auch bei den Staatsmeisterschaften ganz vorne mit dabei. Und wir sehen auch im Hintergrund die Ultra-Rad-Challenge Steiermark, die wird ja von seinem Vater organisiert. Da werden wir aber noch später drauf zurückzukommen. Das Team WSA, kann man sagen, auch richtig begeistert vom E-Cycling. Also in 5 Sekunden ist hier der Start der Männer. Den warten wir jetzt noch kurz ab, lassen ein bisschen die Beine auch spielen. Er geht da aus dem Sattel, wie wir auch schon beim Nachwuchs gesagt haben, er fährt da jetzt volle Kanone los und ja, nicht den Anschluss verlieren, jetzt heißt dranbleiben. Genau, also wir sehen hier die Startphase von Alex Kratzer vom Team WSA, er feiert hier in Keindorf, sozusagen im Wohnzimmer. Im Virtuellen ist er in Paris heute und wenn wir auf die Rückwand blicken bei uns, geht es jetzt richtig überall los. Und wir schauen jetzt einmal auch her, jetzt sehen wir Stefan Kirchmeier hier im Bild. Er ist ja momentan sozusagen unser Führender, er ist aber bei beiden Rennen ganz vorne mit dabei gewesen und hat beide Rennen für sich entscheiden können. Und wir sind gespannt, wie es ihm heute geht, Matthias. Ja, ich freue mich, dass der Stefan auch erstens mal mitfährt, weil ich habe gestern ein bisschen länger mit ihm telefoniert. Und ja, dass auch seine Kamera zugeschalten hat, dass wir da auch zuschauen, wie einer, der da ganz vorne mitfährt und ja, jetzt zwei von zwei Rennen gewonnen hat, wie es ihm da geht, wie er am Leiden ist oder auch nicht, vielleicht weniger als die anderen. Und ja, er hat mir gesagt, er hat am Abend noch ein Rennen, also mal schauen, ob er sich schont oder doch wieder alles in die Waagschale wirft und da die anderen stehen lässt. Voller Terminkalender sozusagen bei Stefan Kirchmeier. Finden wir richtig cool, dass wir auch heute ihm da via Zoom beobachten können, wie er sich vielleicht Sieg Nummer 3 in Folge holt. In Kürze geht es ja weiter mit den Damen. Das ist der nächste Start, der dann hier erfolgt. Die Damen und die Herren haben ja beide 52,8 Kilometer zurückzulegen. Aber jetzt sind wir hier noch beim Team Rinkhoff. Genau, da haben wir den Jonas Rapp, auch einer der WM-Starter, wo wir auch nachher noch zum Sprechen kommen. Er ist für Deutschland die E-Cycling-WM gefahren und hat mit seinem Teamkollegen, dem Osborn, den Sieg geholt. Also die sind da taktisch gut gefahren, haben das Preisgeld aufgeteilt, da gibt es ja auch ein Preisgeld. Und ja, Respekt an der Leistung, also er hat seinem Teamkollegen geholfen, er hat den Sieg eingefahren
und ist selber auch noch unter die Top 20 gefahren. Also wird für heute auch einer der großen Favoriten sein, wie auch schon bei den letzten Rennen gezeigt. Super, dann würde ich sagen, wir schauen einmal bei den Damen, wie da momentan so der Stand der Dinge ist. Da dürfte es ja in Kürze losgehen mit dem Start. Wir haben 2 Minuten 23, da wird auch schon aufgebaut, aufgewärmt sozusagen. Und im Hintergrund sehen wir Fiona Schröder bei uns, die sich schon aufwärmen. Natürlich auch Kathi Machner, die hier wieder mit dabei ist. Ja, Kathi Machner, wir werden dann später noch kurz hören, wie sie die Strecke so sieht. Aber von ihr kann man natürlich heute wieder sehr viel erwarten, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben da eine kleine Audio-Einspielung dann von der Kathi. Ja, mit der Fiona und mit der Kathi haben wir da zwei altbekannte Gesichter, die uns auch schon begeistert haben mit Emotionen bei den letzten zwei Rennen. Also wir freuen uns wieder, was sie da heute leisten. Ja, die Kathi wird uns dann da das ein bisschen näher bringen, wie sie gegangen ist, einen kleinen Eindruck. Und ja, weil beim Fahren ist es ein bisschen schwierig, dass sie uns da unter vollster Anstrengung dann ein Live-Interview gibt. Also haben wir das aufgezeichnet und werden wir dann auch einspielen. Genau, wir sehen Kathi Machner hier auch schon im Bild. Also so sieht sie aus, 1:15 vor dem Start, noch recht entspannt. Wir haben aus den letzten beiden Rennen gesehen, dass sich das ganz schnell ändern kann. Kathi Machner wirklich immer viele Emotionen und auch wirklich alles gegeben bei den beiden Rennen. Jetzt ist natürlich wichtig, dass sie dann in einer Minute gut wegkommt. Genau, also da werden jetzt auch die Watt hochgeschraubt. Ja, man sagt so circa 15 Sekunden vorm Start, dass man da einen kleinen Steigerungslauf hat und dann schon mit die Watt oben ist, weil dann geht das Rennen voll los und dann heißt es dabei bleiben, seine richtige Gruppe finden und ja, auch auf jeden Fall nicht überpacen. Wir haben bei den Damen ein etwas überschaubares Fahrerfeld. Wir haben da auch eine neue Dame dabei, die Sarah Berntaler, die ja eine Neo U23-Fahrerin. Die fährt für das Team Kukina Graz, ehemalige Triathletin und ja, steirische Crosslaufmeisterin. Also wir sind gespannt, wie es ihr da gehen wird und ob sie da Kathi Macher Konkurrenz machen kann oder nicht. Und ja, sind wir gespannt und freuen uns auf ein super Rennen. In 5 Sekunden der Start, in Kürze geht's los. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren, Sie sehen es auch im Bild, Kathi Machner tritt an, gibt Gas, der Start ja ganz wichtig beim E-Cycling und das sehen wir hier auch im Bild. Sie ist da gleich aus dem Sattel gegangen und tritt voll rein. Es geht heute über 52,8 Kilometer. Wir sind virtuell in Frankreich, genauer gesagt in der Hauptstadt Paris und wir sind richtig gespannt, wie Kathi Machner heute bei dem sehr langen Rennen, also es ist deutlich länger als letztes Mal. Letztes Mal waren es 31 Kilometer, war es aber auch deutlich hügeliger mit 600 Höhenmeter. Heute eher flach, dafür richtig lang. Wir sind gespannt, wie es Kathi Machner hier geht. Vielleicht sehen wir auch dann noch unsere anderen Damen, die hier am Start sind. Es haben sich ja heute einige via Zoom zu uns geschalten. Fiona Schröder sehen wir hier. Auch sie ist heute wieder mit dabei aus Deutschland. Sie ist ja auch ganz vorne eigentlich immer mitgefahren und auch beim dritten Rennen richtig motiviert. Ja, wir sehen jetzt, sie kommt von einer Verletzung zurück, aber das ist jetzt auch schon abgeheilt, glaube ich. Sie sitzt wieder gut am Rad. Ihr Arm ist nicht mehr eingebunden oder in eine schlechtere Haltung. Also ja, ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil für sie. Und ja, bin mir sicher, dass sie da wieder vorne mitfahren wird. Wir sehen sie auch da. Die letzten Male hat sich etwas schwer getan, wenn sie aufsteht, aus dem Sattel geht. Jetzt kein Problem mehr. Also sie scheint wieder topfit zu sein und wird uns da sicher auch gut unterhalten. Genau, Fiona Schröder war ja beim ersten Rennen, das war am 14. November, ist sie Zweite geworden und auch beim letzten Mal war sie vorne mit dabei. Beim zweiten Rennen war sie Vierte hinter den drei Österreicherinnen. Letztes Mal ja Kathi Machner vor Julia Meyer und Astrid Lambrecht. Das waren die Top 3 und dahinter eben Fiona Schröder, die wir hier im Bild sehen, noch ganz entspannt am Anfang des Rennens aus Deutschland hier auch mit dabei. Mitmachen kann ja bei der E-Liga jeder, der eine gültige Bikecard besitzt und natürlich von den Profis eine ÖAV-Lizenz, aber auch natürlich aus dem Ausland. Internationale Fahrerinnen sind am Start, können am Start sein mit einer UCI-Lizenz.
kann man hier mitfahren und Teil der E-Cycling League Austria sein. Ja, genau, das freut uns sehr und ich glaube, unserem Aufruf sind auch wirklich sehr viele gefolgt. Also wir haben jetzt beim dritten Rennen um einiges mehr Starter. Wir haben mit unserem Zoom-Meeting viele, viele Eindrücke, wie es den Fahrern zu Hause im Wohnzimmer, in der Kraftkammer, in der Pain Cave, wie wir sozusagen, oder im Christi Schwab im Badezimmer geht. Freut uns, dass auch wieder dabei ist. Und ja, so viele Eindrücke da. Ist einfach toll, ja, das zu sehen. Und wir werden dann auch dementsprechend die Leute live ins Bild holen. Und ja, werden sehen, dass da nicht nur der Avatar, dass es ein Computerspiel ist, sondern das ist wirklich mit viel Schweiß und Anstrengung verbunden, dass man hier mitfährt und ja, schweige denn ganz vorne mitfährt. Genau, wir haben heute einen Rekord sozusagen an Teilnehmern und Profis, die heute hier am Start sind. Wie gesagt, wir haben es am Anfang schon gesagt, knapp 200 sind am Start und auch viele haben sich via Zoom zu uns in den Stream geschalten. Wir können da wirklich so nach der Reihe alle abklappern und ins Wohnzimmer oder wo die Profis und die Teilnehmer auch fahren. Wir haben auch schon gesehen, einige sind wirklich auch in einem Radsportgeschäft heute mit dabei. Also da wurde die Kamera aufgestellt. Und zwar ist das bei Max Schmidbauer vom WSA-Team. Aber natürlich interessiert uns auch der Blick in das heimische Wohnzimmer. Wie wird das E-Cycling hier gefahren und wie ist sozusagen das Setup? So, wir schauen auf die Uhr. Knapp 10.15 Uhr ist es jetzt. Ja, der Nachwuchs ist jetzt eigentlich schon einige Zeit auf der Strecke. Vielleicht können wir einen Blick zum Nachwuchs werfen. Da sind wir auch schon wieder. Und zwar sind wir bei Moritz und Felix Bell. Genau. Da sind wir bei den zwei Brüder. Ja, die machen da sozusagen ein paar Zeitfahren. Haben da jeder ihren eigenen Bildschirm. Sind da getrennt, aber es pusht auf jeden Fall extrem, wenn man einen Partner hat, Partner in Crime oder Partner zum Leiden. Und ja, also ich bin gespannt, die zwei wieder top Outfit, top Setup. Also ja, kann nicht viel schief gehen bei den beiden. Genau, wir sehen auch links die virtuelle Strecke. Da sehen wir ja auch schon das Kopfsteinpflaster, das sie ja dann sozusagen auch auf der Rolle durchaus spüren. Wir sehen jetzt auch Mario Rettegi im Bild, einer aus Wien, der wirklich einer der Top-Nachwuchsfahrer ist, kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja, ich glaube, er hat auch im ersten Lockdown seine Liebe zum Swift oder zum Ist. Federgewicht und auch schon kräftig in die Pedale treten, ist da im Keller, wird sicher von seinem Papa betreut werden, was super ist und ja, hat sich bei den letzten Rennen auch schon sehr gut geschlagen. Ja, richtig motiviert, wie Mario Rettegi da via Zoom, wie wir ihn sehen, also wirklich, man lebt, man fiebert richtig mit, der ist wirklich seit Rennen 1 dabei und top motiviert und will hier auch wirklich Österreich in der Nachwuchswertung nach vorne bringen, also wirklich Hut ab und ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal noch weiter, einen Sprung zu den Herren sozusagen, wir können da ja wirklich immer hin und her switchen, weil diese drei Rennen, der Nachwuchs, die Herren und die Damen finden ja parallel statt, das heißt, ja, und ganz interessant, wir sind bei Daniel Pettinger. Daniel Pettinger ist ja aktuell der Gesamtführende in der Amateurklasse, auch seit Rennen 1 mit dabei. Wir dürfen immer in sein Wohnzimmer blicken, das freut uns natürlich sehr. Und auch heute Daniel Pettinger richtig motiviert. Ja, auf jeden Fall. Also er hat auch eine super Leistung gezeigt, ist da auch eigentlich immer mit den ganz Ersten, also auch von der A-Kategorie mit der wirklichen Elite immer dabei und mischt da vorne mit. Ja, und ich glaube, von Daniel haben wir dann auch ein Audio-Interview aufgenommen, was wir dann entweder jetzt oder dann ein bisschen später einspielen werden, wo er ein kleines Statement reinbringt. Ich glaube, wir haben jetzt das Audio-Interview von Daniel Pettinger. Ja, ich denke, der Champs-Élysées-Kurs liegt mir leider gar nicht. Das
schaut gerne auf Sprintankunft mit einer größeren Truppe aus. Das ist jetzt so gar nicht mein Ding. Ich brauche eher längere Hügel. Deshalb freue ich mich schon auf die Rennen im Jänner. Wobei der Anstieg zum Arc de Triomphe hinauf, ich glaube, das darf man sicher nicht unterschätzen, vor allem nicht zum Ende des Rennens. Da werde ich was probieren und versuchen rauszufahren. Favorit ist ganz sicher der Stefan Kirchmeier, der ist halt momentan der große Dominator. Schauen wir heute mal, ob vielleicht diesmal wer von den Elitefahrern vorn sein kann. Da fahren wir halt als erstes die WM-Starter, der Felix Ritzinger und der Moritz für mal rein, weil der Auftritt von den beiden bei der WM, der war schon. Ja, da haben wir gehört, Daniel Pettinger, der es uns sozusagen ein bisschen so mitgenommen hat, wie die Strecke heute für ihn ist. Er hat gesagt, eigentlich, das Rennen heute liegt ihm jetzt nicht unbedingt so sehr, hat das aber eigentlich ziemlich nüchtern alles beschrieben und hat auch gesagt, Stefan Kirchmeier, der ist heute auch wieder einer, den muss man ganz oben auf der Rechnung haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, ist ja vielleicht auch ein kleines Tiefstapeln, was da jeder sagt, dass ihm die Strecke nicht so zusagt, weil ja, die meisten haben das auch schon gesagt. Aber ich glaube, es wird heute auch über die Distanz, also wir werden circa eine Renndauer von 1:10 erwarten. Also ja, ich sage mal so, es läppert sich dann schon zusammen und wenn das Rennen stetig schnell ist, geht es dann schon rein und da reichen dann auch diese kleinen Anstiege, um einen Vorsprung da rauszufahren. So, wir sind jetzt bei Max Kuhn vom Team Vorarlberg, sind wir hier live im Wohnzimmer. Max Kuhn, ja, richtig motiviert, wie wir ihn hier sehen. Wir sehen den Ventilator wieder. Da hast du gesagt, Matthias, das ist auch ganz wichtig, weil dass man da nicht zu heiß wird sozusagen, dass es nicht zu heiß wird im Wohnzimmer. Und auch ganz interessant, da haben wir auch einen neuen Regenerationspartner, und zwar ist das Eisbein. Das ist ein einzigartiges Kryosystem für die Regeneration. Also alle Muskeln, Sehnen und Bänder von der Hüfte abwärts werden da gekühlt. Und das Ganze soll die Regenerationszeit verkürzen. Und Max Kuhn nützt das auch circa seit einem Jahr. Und er sagt, das ist eigentlich so wie ein Sprung ins kalte Wasser, so ein Eiswürfelkübel für die Beine. Wie wichtig ist denn das nach so einem Rennen vor allem? Er sagt ja, bei den Rennen hat das vor allem mit dabei, sich da wirklich abzukühlen, vor allem schnell. Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist sowieso nach einem Rennen die Regeneration. Man soll was essen und dem Körper was zuführen und natürlich auch speziell im Sommer bei den heißen Rennen, dass man die Temperatur runterfährt. Und da ist das natürlich eine super Sache mit dem neuen Eisbein. Also früher war es noch so, ich kann mich erinnern, wie ich die Vuelta gefahren bin, war so, da haben sie große Tonnen aufgestellt gehabt nach dem Rennen oder wie ein Fass mit kaltem Wasser und Eis gefüllt. Da hat man sich ein paar Minuten reingesetzt und hat dann die Körpertemperatur runtergefahren und eben die Regeneration gefördert und angekurbelt. Genau, und da ist jetzt Eisbein eben der Partner, der das auch schnell ermöglicht, diesen Sprung sozusagen in einen Eiswürfelkübel, wichtig für die schnelle Regeneration. Wir freuen uns auch sehr, dass wir Eisbein hier mit an Bord haben. Wir schauen zu Max Kuhn. Max Kuhn, richtig stark gefahren, auch letzte Saison, auch mit Österreich dreht am Rad, war durch Österreich unterwegs und das Team Vorarlberg, freuen wir uns sehr, dass das heute mit dabei ist. Ganz liebe Grüße nach Vorarlberg aus Wien, das heißt einmal quer durch Österreich. Liebe Grüße, wir werden euch dann natürlich auch noch später sehen und auch Max Kuhn. So, wir sind bei Felix Ritzinger und beim Team WSA. Ja, genau. Also wir sind überhaupt froh, dass heute von den Conti-Teams ein paar mehr Starter mit dabei sind. Das freut uns natürlich sehr. Ich glaube, die Fahrer sind schon leicht aus ihrer Winterstarre zurück, sehen, okay, das hilft, da kann ich meine ersten Intervalleinheiten gut verbinden mit unserem Rennen. Freut uns natürlich sehr und ich glaube, dass das auch bei den nächsten Rennen dann immer mehr Anspruch finden wird. Und ja, der Felix Ritzinger, der ist da sowieso hart im Nehmen, weil der hat gleich nach der Saisonpause sein erstes Rennen hingelegt. Und ja, hat im Genau, also Platz 23 und 24 ist es
geworden für Felix Ritzinger und Moran Vermaelen. Beide haben ja an der ersten E-Cycling UCI-WM Anfang Dezember mitgemacht. Felix Ritzinger hat im Vorfeld gesagt, es ist wieder ein bisschen eine Qual für ihn. Also es ist total interessant, aber er schaut einmal, was geht. Du hast da mit ihm telefoniert. Wie ist es ihm denn tatsächlich gegangen? Nichts gemacht. Und hat sich eben auch auf die Vermaelen, ja, ich habe mit beiden telefoniert und beide haben gesagt, das ist eins der härtesten Rennen oder ja, überhaupt auch härter als unsere E-Cycling League ist. Ist natürlich klar, sind nur Topfahrer, Weltstars am Start. Und für das muss ich sagen, haben sie sich wirklich super geschlagen. Felix ist da super Rennen gefahren, braucht sich da nicht verstecken. Also es sind von den Radprofis, waren einige hinter ihnen, es waren eher so wie der Osborne, das ist... kommt auch nicht vom Radsport, hat er gewonnen, aber sie waren da wirklich toll dabei. Und ja, also der Moran hat zum Beispiel kurz vorm Ziel ist eine Attacke mitgegangen, hat attackiert, hat ein bisschen was riskiert, um einen guten Platz rauszufahren, ist leider nicht aufgegangen und ja, ist dann ein bisschen nach hinten gerutscht. Aber im Großen und Ganzen eine super Leistung von unserem Fahrer da und wir sind schon gespannt. Ja, mit der Routine von der ersten WM kann es dann bei der zweiten nur noch besser laufen und sind gespannt, was dann da rauskommt. Auf jeden Fall, Moran Vermaelen und Felix Ritzinger haben Österreich auf jeden Fall ganz toll vertreten bei der ersten E-Cycling UCI-WM vor 2 Wochen. So, wir schauen jetzt kurz. Wir sind bei Marvin Hammerschmidt. Der fährt fürs Team Rinkhoff. Wir haben auch Dominik Rinkhoff am Anfang ganz kurz gesehen, wie er schon wieder ein ganz tolles Setup hier für Marvin Hammerschmidt aufgebaut hat. Dominik Rinkhoff kann man sagen, mit seinem Team wirklich, was E-Cycling betrifft, ganz vorne dabei, oder? Ganz vorne mit dabei. Ich glaube, dass die ganze Mannschaft steht am Start. Ist echt eine super Sache. Sie werden von Saris, von den Rollentrainer gesponsert. Haben da eben auch die beste Ausstattung. Und ja, ich glaube, er motiviert da seine Burschen sehr gut, dass sie alle mitfahren. Und ja, da haben wir den Dominik kurz im Bild, wir winken zurück. Servus Dominik, Kompliment, was du da aufgebaut hast. Super Setup, wir sehen deine Fahrer immer sehr gern leiden. Auch den wir dann vielleicht später noch, wir haben noch ein bisschen Zeit ins Bild tun werden, ist der Daniel Eichinger, weil der hat wieder einen super Kopfschmuck am Start. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was uns Daniel Eichinger heute präsentiert. Er ja so styling-technisch ganz vorne mit dabei, was das E-Cycling-Outfit betrifft. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt zum nächsten Team. Und zwar schauen wir zu Fabian Schormeier. Der kommt hier jetzt gleich als nächstes ins Bild. Er fährt fürs Team Felbermayr Simplon Wels. Ja, ich habe gerade vorher noch kurz vom Start mit ihm geschrieben. Er hat gesagt, ich bin dabei, ich fahre im Wohnzimmer. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, ich bin letztes Jahr oder eigentlich heuer noch, wir haben ja noch 2020 mit ihm im Team gefahren. Also ist mein jetziger Teamkollege. Und freut mich, dass er sich da auch da durchgerungen hat, am Start zu sein und eigentlich, glaube ich, sein erstes E-Liga-Rennen fährt und auf jeden Fall top motiviert, in voller Montur fürs Team Felbermayr Simplon Wels. Und wir haben auch den, vielleicht auch, kommt dann später ins Bild, den Moran Vermaelen, der ist gerade in Livigno, hat aber dort sein Setup aufgebaut, also diesmal nicht in der Garage, sondern im kleinen Hotelzimmer. Okay, ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, dass auch das Team Felbermayr heute hier mit dabei ist. Ganz toll, dass so viele Conti-Teams heute auch gesagt haben, wir sind mit dabei. Wir stellen auch eine Webcam auf. Wir sind via Zoom mit dabei. Und ein alter Bekannter jetzt im Bild, und zwar Grisi Schwab. Ganz lustig war es mit ihm beim letzten Rennen. Also der hat alles gegeben und das in seinem Badezimmer. Er fürs Team Nora Pure Sports hier am Start. Er ist eigentlich Triathlet, ganz erfolgreich unterwegs. Im echten Leben ist er ja Zahnarzt, aber jede freie Minute, die sitzt er am Rad oder ist am Laufen und er ist heute wieder im Badezimmer. Ja, er hat den Setup nicht geändert, finde ich sehr gut. Also er ist dem treu geblieben, dass er da das Badezimmer umfunktioniert zu seiner Pain Cave. Ja, ist da gut dabei. Ich glaube, wir werden da sicher noch einiges von ihm sehen und ja, wir lassen uns überraschen. Ja, also alles Gute auch Grisi Schwab fürs heutige Rennen. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir schauen jetzt kurz in die Werbung.
Flyer-Alarm. Der Pionier des Online-Drucks ist an deiner Seite. Mit Druckprodukten vom Flyer bis zum kompletten Messestand. In über 3 Millionen Varianten. Mit Overnight hältst du deine Drucksachen schon am nächsten Tag in Händen. Wir machen dein Business erfolgreich. Wir drucken deine Welt. Flyer-Alarm. Ja, das war Flyer Alarm, unser Premium-Partner des österreichischen Radsportverbandes. Flyer Alarm seit dem ersten Rennen mit an Bord, genauso wie unser Medienpartner die Kronenzeitung. Und unser dritter Hauptsponsor ist auch Gatorade. Und da machen wir euch auch alle nochmal aufmerksam. Wir hatten ja letztes Mal schon das Gewinnspiel. Das geht heute noch weiter und dann findet heute auch die Verlosung statt. Spätestens am Montag weiß dann der oder die Gewinnerin Bescheid. Die Gatorade-Flasche wird heute auch wieder durchs Bild huschen sozusagen. Und ganz wichtig, vom letzten Rennen und vom heutigen Rennen unbedingt mitzählen, wie oft diese Gatorade-Flasche durchs Bild kommt. Und dann bitte eine E-Mail schreiben an Cycling Austria oder eben auch auf Instagram oder Facebook gerne eine Nachricht schreiben, wie oft diese Flasche im Bild war. Und dann wird sozusagen ein Gatorade-Package an den oder die Gewinnerin gehen. So, wir sind bei Kathi Machner. Wir sind mitten im Rennen der Damen. Aktuell haben wir ja 3 Rennen, das Nachwuchsrennen, das Damenrennen und die Herren, die sind auf der Strecke. Kathi Machner, wie schaut sie so aus, Matthias? Was meinst du? Ja, ich glaube, wie immer noch sehr gut mit dabei. Sie wird da sicher ein bisschen pokern, den Windschatten ausnützen, was auch hier eben bei den E-Liga-Rennern sehr wichtig ist. Ja, man merkt das halt, wenn man in einer Gruppe fährt oder dann alleine, muss man um einiges mehr Watt treten, wie auch im echten Leben. Also das wird da ausgenutzt. Wir sehen da noch eine größere Gruppe und ja, ich glaube, die werden jetzt die nächsten Kilometer mal zusammen bestreiten, weil es ist ja heute ein längerer Tag und ich glaube, da wird es jetzt auch keine frühzeitigen Vorstöße geben. Also die werden es einmal schauen, dass sie die ersten Meter, Kilometer zusammen absolvieren. Genau, wir haben jetzt auch ganz interessant gesehen, dass Kathi Machner einen Schluck getrunken hat, ein bisschen einen kleinen Snack genommen hat. Wie wichtig ist denn das, während eines E-Liga-Rennens da sich zu versorgen, nicht nur zu trinken, sondern auch eventuell was zu essen, vor allem, weil vielleicht heute die Strecke so lang ist? Ja, auf jeden Fall ganz wichtig. Wie gesagt, man verliert sehr, sehr viel Wasser. Man schwitzt, man sitzt, ja, die meisten sitzen irgendwo drinnen, haben einen Ventilator, der sehr gut hilft und auch ohne den wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Also das ist eh schon sehr super. Aber natürlich ist die Wasserzufuhr ganz wichtig, überhaupt bei dem Rennen heute, was über 1:10 circa gehen wird, dass da immer getrunken wird und vielleicht auch ein Gel oder ein kleiner Riegel. Wahrscheinlich bei den Anstrengungen würde ich vielleicht ein Gel bevorzugen, was man sich dann schnell reinschießt, was auch ganz gut verträglich ist. Genau, wir haben ja angesprochen unser Gewinnspiel von Gatorade und da ist auch vielleicht interessant für unsere Teilnehmer oder Zuschauer, wenn ihr euch einmal informieren wollt, wie ist denn so auch während des Rennens, während der Vorbereitung, während des Trainings so das richtige Trinken. Unter dem Hashtag Stay Hydrated gibt es da ganz interessante Tipps zum richtigen Trinken auf www.gatorade.at. Also da lohnt es sich einmal reinzuklicken und einmal zu schauen, wie sehen das denn so die Profis. So, wir sind bei Fiona Schröder aus Deutschland. Die wird hier auch Yes. Team so um das genau, so sehen wir heute das erste Mal, haben wir vorher noch nicht gesehen bei den letzten 2 Rennen. Aber es ist auch wer bei ihr dabei, der wahrscheinlich da hilfreiche Tipps geben wird. Weil oft ist, wenn man ein kleines Display vor sich hat, dass man vielleicht manche Sachen nicht so gut sieht. Oder ja, wir haben eben auch diese Power-Ups, wo man, wenn man nicht direkt den Laptop vor sich stehen hat, weil dann muss man eben kurz eine Taste betätigen, dass man den Power-Up einsetzt. Und da ist ganz hilfreich, wenn man wen an der Seite hat, der das für einen macht und ja, immer wieder Tipps gibt, vielleicht mit, wie schon gesagt, Trinken oder Essen ein bisschen versorgt und einfach auch motiviert.
zu rennen, hat sich gezeigt, dass da auf jeden Fall noch mehr möglich ist. So wie es ein Wiener Nachwuchstalent, kann man so sagen. Und auch er ist heute wieder mit dabei. Wir sehen ihn via Zoom. Ganz vorne ja. Bellenbrüder aus Deutschland. Genau. Aber auf dem Mario muss man auf der Rechnung. Geht hier aus dem Sattel. Jetzt, wie das geht, ist natürlich ja, eine super Sache, dass er da mitfährt. Jetzt auch mit der Kamera dabei ist, dass wir da ein Bild von ihm haben. Und dass wir da sehen, wie er sich da tut. Und ja, freut uns sehr. Natürlich, die Bellbrüder sind, wie besprochen, schon wieder vorne mit dabei. Und ich schaue da ganz kurz nach hinten. Ja, bei denen schaut es noch sehr locker aus, was wir da jetzt so sehen. Wir haben das ja letztes Mal schon ganz kurz besprochen. Was macht denn das aus, wenn man da so zusammen dieses Rennen bestreitet? Wenn man da so wirklich nebeneinander am Rad sitzt und das ein und dasselbe Rennen fährt, fühlt sich das dann so an, als würde man wirklich live fahren auf einer Strecke, nicht virtuell? Oder hilft das ein bisschen, sich auch irgendwie zurechtzufinden? Ich glaube auf jeden Fall. Ich natürlich, wie ich im Frühjahr beim ersten Lockdown die E-League mitgefahren bin, bin ich alleine im Wohnzimmer, wollte eigentlich, dass mich so gut wie niemand sieht. Ja, jetzt würde ich vielleicht auch mal die Kamera einschalten, dass ich ins Bild komme, aber ja, man ist alleine. Ich habe Musik gehört, ich habe auf dem großen Fernseher eben das Rennen gesehen und ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, wenn man da einen neben sich hat, der auch leidet und wo man sieht, okay, man pusht sich da gegenseitig, dass man dann dranbleibt oder vielleicht dann zusammen auch eine Attacke startet. Ich denke, es ist auch für viele Profis gar nicht so ohne, dass man sagt, man fährt wirklich international und national ganz tolle Rennen, ist da auch wirklich immer vorne mit dabei, aber setzt sich dann so ins eigene Wohnzimmer auf die Rolle und misst sich sozusagen mit Amateuren. Das ist oft, glaube ich, auch für einige eine Hemmschwelle, weil man ja absolut nicht einschätzen kann, wie das wird, wenn man da nicht so in diesem E-Cycling-Business unter Anführungszeichen mit dabei ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da eben so eine Plattform, wo man sich dann mit Profis oder ja, Berufsradfahrern messen kann. Es gibt dann zum Beispiel auf der Straße Strava, wo man wo es Segmente gibt auf der Straße, wo die dann hochgeladen werden durchs GPS, wo man sieht, okay, wie stehe ich im Vergleich mit einem Profi, was auch sehr toll ist und auch ein super Ansporn. Und das sehe ich eben hier genauso eigentlich. Genau, wir sind jetzt bei Julia Gall. Auch erstmalig sind wir bei ihr im Wohnzimmer sozusagen zu Gast. Freut uns auch sehr, dass sie unsere Einladung angenommen hat und sich so via Zoom reingeschalten hat. Ja, sie hat auch ein schönes Setup. Ihr Trikot schaut aus fast wie ein Downhill-Trikot oder was, aufgehängt. Sieht noch sehr gut aus. Hat ihr Display da, ist auch sehr konzentriert. Und ja, sie haben ja noch einige Kilometer. Und wir werden dann auch wahrscheinlich mal kurz wieder zu den zum A-Rennen schalten. Genau, zuvor haben wir noch Marina Gurtner. Und zwar war sie ja letztes Mal auch schon dabei und vor allem ihre Perspektive, wie man sie sieht, hast du ja angesprochen, ist eigentlich auch richtig cool, weil das mal so was anderes ist. Wir sehen sie hier wieder auf ihrem Pinarello-Bike und man sieht sie so richtig von der Seite, also als würde man am Straßenrand stehen und ihr beim Radfahren zuschauen. Ja, außer dass sich halt nichts fortbewegt, aber wir haben da wirklich, ich habe schon auch wie letztes Mal gesagt, wie bei einem Bike-Fitting. Sie sitzt wirklich sehr schön am Rad und hat einen sehr guten Tritt, schaut noch locker aus, hat ihren Computer da aufgestellt und ja, sind da auch gespannt, wie es ihr heute gehen wird. Genau, wir schauen jetzt zu den Herren und zum A-Rennen und da ist ganz interessant, hier sehen wir Max Schmidbauer vom Team WSA, ist hier jetzt im Bild und der fährt hier auch wirklich in einem Bike-Shop, finden wir richtig cool. Das ist mal ganz was anderes. Bis jetzt warten wir ja immer so im kleinen Wohnzimmer bei allen zu Gast, wie man es halt kennt von sich selbst auch zu Hause. Aber Max Schmidbauer vom Team WSA hier im Bike-Shop. Was sagst du, wie schaut er so aus? Eigentlich recht locker, oder?
Ja, sehr gut. Also da sieht man auch, wie bei den Bell-Brüdern, die motivieren sich da wahrscheinlich gegenseitig. Ich glaube, das ist sogar einer von seinen Sponsoren der X-Sports. Und ja, finde ich cool, dass sich die da zusammen ein Setup aufgebaut haben und zusammen am Leiden sind. Ich habe jetzt nur ein kurzes Update. Wir haben wieder den Team Waffler, der ein bisschen das A-Rennen verfolgt und uns mit Informationen ausstattet und versorgt. Es ist jetzt laut letzten Update haben wir eine 7-Mann-Spitzengruppe mit Raab, Mugerli, Kolb, Loderer, Konzner und Vermeulen. Und hinten im Feld sind nachgefahren der Stefan Kirchmeier, Ruttmann und Zeudel. Und Kirchmeier hat die Lücke schließen können, war einiges an Arbeit. Und ja, die Gruppe ist jetzt wieder größer vorne. Also wir sehen hier, dass eigentlich ein flaches Rennen auch sehr schwer und anspruchsvoll ist und schon in der Startphase eigentlich viel passiert. Ja, richtig interessant. Vielen Dank an Tim Waffler, der sich hier auch wieder als Feldreporter hier natürlich beim dritten Rennen wirklich Einsatz zeigt und uns wirklich von der virtuellen Strecke sozusagen die Updates hier liefert. Und du hast es auch gerade schon angesprochen. Heute mit dabei Ricardo Zeudel vom Team Felbermayr-Simplon-Wels. Wir haben ihm ja auch eigentlich eine Zoom-Einladung geschickt. Vielleicht klappt die Leitung zu Ricardo Zeudel, dem Österreich-Rundfahrtsieger, der heute auch hier mit dabei ist. Das freut uns ganz besonders. Viele Zuschauer natürlich sind gespannt, wie die Profis so das E-Cycling angehen. Und wir sehen es hier beim Max Schmidbauer. Das schaut richtig cool aus. Und wir freuen uns natürlich auch, dass Ricky Zeudel hier heute vom Team Felbermayr-Simplon-Wels mit an Bord ist. Ja, da werden Fotos gemacht. Also da wird dieses ganze Setup natürlich auch wahrscheinlich für die Social Media Kanäle noch einmal fotografiert, gefilmt, dass man das sozusagen festhält. Und wir sind bei Daniel Eichinger. Der Daniel natürlich hat uns nicht im Stich lassen. Er hat gesagt, er lässt sich für heute was Spezielles einfallen. Diesmal mit einer hochmodernen Radkappe, aber oben Cabrio. Unglaublich, Daniel Eichinger mit seinen Stirnbändern heute im schönen Ringhoff-Grün, kann man so sagen, sein Styling. Daniel Eichinger, wir haben ja gescherzt beim ersten Rennen, dass er eigentlich so ein bisschen ausschaut vom Styling her wie ein Tennisspieler, der am Rad sitzt, der sich aufs Rad verirrt hat. Aber Daniel Eichinger natürlich ein Vollprofi, der hier Rennen 1, 2 und heute das dritte Rennen mit vollem Einsatz bestreitet. Wir freuen uns auch, dass er wieder mit dabei ist. Daniel Eichinger, liebe Grüße an dich und cooles Styling auch heute wieder. Ja, ich habe auch mit ihm kurz geschrieben. Er ist mir hoffentlich nicht böse. Und ich finde es wirklich sehr cool. Dadurch holen wir ihn ins Bild. Hat auch seinen Auftritt. Und ja, kann hier seinen Sponsor präsentieren. Natürlich jetzt mit dem grün abgestimmten Band. Perfekt, wird sich der Dominik Rinkauf auch freuen. Wir finden das Styling richtig cool von Daniel Eichinger. Lässt sich hier jedes Rennen etwas Neues einfallen. Und wir sind beim Nachwuchs, weil da wird es jetzt langsam richtig spannend. Wir haben noch 4,5 Kilometer beim Nachwuchs bis zum Zieleinlauf. Und wir sehen jetzt auch wieder Moritz Bell aus Deutschland hier ganz vorne. Es sind noch knapp 4 Kilometer mittlerweile bis zum Zieleinlauf. Wir sind hier in Paris virtuell auf den Champs-Élysées. Ein bisschen Tour de France-Feeling heute, finde ich. Ja, das ist normal jetzt die Phase, wo man den ganzen Tag darauf wartet, beim finalen Tag bei der Tour de France. Am Anfang wird er gebummelt, aber wenn es dann auf die Champs-Élysées geht und auf die letzten Kilometer, ist da ein beinharter Positionskampf. Und wer als erster auf die Zielgerade einbiegt, also ist immer mit riesengroßer Spannung verbunden. Und ja, ist toll, dass die Burschen da heute fahren. Und ich glaube, es wird in ein paar Kilometern auch sehr spannend. Es ist derweil noch geschlossen, aber ich bin mir sicher, weil ich habe gesehen, dass ich glaube, der Moritz Bell schon auf eine Sprintwertung gefahren ist und die sich da sehr, sehr leicht geholt hat. Also ich glaube, wieder ein großer Favorit für den finalen Sprint dann. Genau, Moritz Bell und Felix Bell aus Deutschland hier im Bild. Und wir schauen auch noch nach Wien und zwar zu Mario Rettegi, der hier auch auf den letzten Kilometern noch einmal alles gibt. Ein ganz toller Nachwuchsfahrer hier aus Wien. Wir freuen uns sehr, dass er heute auch sich wieder zu uns geschalten hat. Wünschen ihm alles Gute hier auf den letzten Kilometern. Mario, gib alles. Wir freuen uns,
dass du Österreich heute auch wieder in der Nachwuchswertung so toll vertrittst. Ja, freut uns sehr, sehr stark, dass er da dabei ist. Er ist da in der zweiten Gruppe vertreten. Natürlich echt super. Ja, ich sehe da gerade in der ersten Gruppe haben wir einige von unseren deutschen Kollegen, die das da eigentlich ziemlich dominieren. Aber nichtsdestotrotz auch zwei Österreicher dabei oder drei sogar. Und ja, freut uns, vielleicht können die da das Ganze ein bisschen aufmischen und dass nicht nur dieselbe Flagge da vorne vertreten ist. Mario Rettigi sehen wir hier, kriegt auch Unterstützung. Der Daumen geht nach oben. Wir freuen uns, Mario Rettigi. Hier, letzte Kilometer bei der Nachwuchswertung. Es wird jetzt bald richtig spannend. Wer holt sich heute hier den Sieg bei den Nachwuchs? Beim Nachwuchs, bei der Nachwuchswertung wird wahrscheinlich wieder nach Deutschland gehen, war Moritz Bell ganz vorne, aber Österreich lässt nicht nach. Ja, hat sich da schon wieder abgesetzt, so wie wir es auch vorausgesehen und geschaut haben. Wir haben ihn jetzt groß im Bild. Er ist da in der Zeitfahrposition, macht sich da aerodynamisch, holt nochmal alles raus. Ja, ich glaube, der Sieg ist ihm fast nicht mehr zu nehmen und wir sind jetzt da ganz knapp vor der Ziellinie. 2 Kilometer sind es noch bis zum Zieleinlauf beim Nachwuchs. Hier sehen wir das Kopfsteinpflaster auf den Champs-Élysées. Wir sind hier virtuell in Paris. Auch dieses Kopfsteinpflaster, das spüren unsere Fahrer heute hier ganz genau auf der Rolle. Jetzt ist es kurz. Geht hier nochmal rundherum und dann drum, genau. Genau. Und ja, wir werden schauen, vielleicht hat er dann sogar noch einen Power-Up zum Einsetzen. Jetzt den Sprint wird er sich dann auch holen. Und jetzt sind wir eigentlich schon auf die letzten 2 Kilometer fast. Wenn ich mich nicht täusche. Genau, hier sehen wir, glaube ich, auch schon hier den Zielbogen. Und er ist jetzt interessant, auch ihn rechts zu sehen, hier in Live-Modus sozusagen. Und ja. Ich glaube, es war die Sprintwertung, ja, wenn ich mich nicht täusche, ja. Also, ja, sonst hätte er auch schon aufgehört zum Fahren. Also das muss uns ja was sagen, dass das noch nicht das finale Ziel war. 1 Kilometer höre ich gerade. Genau. Das ist ja auch interessant bei Swift, wenn man es von nicht selber fährt und nur sieht, ist es ja ein bisschen schwierig, immer das Ziel zu erkennen. Also ich versuche, oder wir zwei versuchen, das so gut wie möglich rüberzubringen. Natürlich war jetzt 1 Kilometer vom Ziel die Sprintwertung. Die hat er jetzt im Vorbeigehen mitgenommen und wird jetzt nochmal für den finalen Sprint alles ins Zeug legen. Wir sehen, er geht da aus dem Sattel, setzt nochmal den Van ein, das heißt einen Power-Up mit dem Boost, den er sich eben fürs Finale aufgehoben hat. Genau, also jetzt ist es nicht mehr lang, bis Moritz Bell im Ziel ist aus Deutschland. Er wird sich hier wieder den Sieg holen in der Nachwuchswertung. Moritz Bell aus Deutschland in Kürze im Ziel. Ja, sehr schöne Bilder da. Auf jeden Fall gutes Wetter. Dann wird man ein bisschen neidisch. Ich hoffe, ja, ich bin jetzt nicht so der Wintermensch. Ich hoffe, dass es bei uns auch wieder irgendwann bergauf geht und vielleicht mal die Sonne nach Wien kommt oder wir müssen irgendwo anders hin. Wird da ein paar Sonnenstrahlen abkriegen. So. Jetzt sind wir da ganz kurz vor der Ziellinie. Jetzt hat es der Moritz gleich geschafft. Ist natürlich uneinholbar und ist jetzt im Ziel. Herzliche Gratulation an Moritz Bell. Wir sehen seinen Bruder Felix Bell, der radelt jetzt noch. Der ist jetzt im Sprint auf den letzten Metern. Richtig interessant. Wird er auch nochmal angefeuert von seinem Bruder Moritz. Felix Bell jetzt auch im Ziel. Herzliche Gratulation, beide Bell-Brüder. Im Ziel hier. Unglaublich, also war wirklich knapp. War eine 5-Mann-Gruppe, wo jetzt noch das Podium ausgefahren wurde. Echt super zu sehen, dass der Bruder hier einen super Sprint hingelegt hat und wirklich nicht weit nachgestanden ist dem Sieger von der Nachwuchsrennen. Genau, und wir sind jetzt sozusagen unsere Nachwuchsfahrer, die Spitze ist im Ziel. Wir schauen einen Blick, werfen wir zu den Damen. Wir sind wieder bei Julia Gall, die sich hier heute auch erstmalig dazugeschalten hat via Zoom. Auch sie ja hier fest gerade am Treten.
das schaut schon ein bisschen jetzt dynamisch aus, kann man sagen, gell? Ja, wir sehen jetzt dann auch gleich das Rennen, was sich da tut. Jetzt stockt es gerade kurz. Ja, also da geht schon eher zur Sache. Sind wieder am Kopfsteinpflaster. Da geht es jetzt 1% leicht bergauf. Klingt natürlich nicht nach viel, aber man muss auch bedenken, es geht eigentlich die ganze Zeit rauf, runter. Keine langen Abfahrten, wo man vielleicht einmal kurz die Beine hängen lassen kann. Das kommt ja hier beim E-Cycling auch mit dazu, was im echten Leben, wo man wirklich mal kurz die Beine hängen lassen kann, ausschütteln. Das geht hier gar nicht, weil dann hat man sofort den Anschluss verloren und wird eigentlich fast unmöglich wieder aufschließen können. Genau, also hier eben im Bild Julia Gall. Auch für die Damen ist es ja heute eine Strecke von 52,8 Kilometern und 264 Höhenmetern. Eher flaches Rennen heute, Matthias hat schon angesprochen, aber diese immer wieder Anstiege, die lassen einen eigentlich nicht so wirklich verschnaufen und das ist vor allem heute die Länge und auch immer wieder kleine Anstiege, das ist wahrscheinlich heute die Challenge. Auch die Männer fahren ja die 52,8 Kilometer und der Nachwuchs, wo wir den Sieger schon im Ziel gesehen haben, das sind 26,4 Kilometer, die der Nachwuchs heute hier zurücklegen musste. Ja, auch eine super Leistung von Ihnen. Ist für Sie auch das längste Rennen bis jetzt gewesen, natürlich. Und ja, ich glaube, im A-Rennen tut sich auch einiges. Vielleicht, dass wir dann kurz nochmal rüberschwenken und uns da vielleicht ein paar Fahrer reinholen. Weil hier geht es auch zur Sache. Also wir haben jetzt Stand der Dinge, es sind noch ein paar Junioren dabei. Ist zwar keiner in der ersten Gruppe, aber es wird wahrscheinlich zwischen Felix Graf und Adrian Stieger, die dahinter sind in der Gruppe, wird es wahrscheinlich um einen Sieg gehen. Und ja, in der ersten Gruppe haben wir ein paar Amateure mit Bettinger, den wir jetzt im Bild haben, mit dem Pansi-Jürgen, Hagenas, Reichert, Rheinlein und Müller. Die letzten drei sind alles Deutsche, die auch hier mitfahren. Und ja, ich schaue jetzt ganz kurz, wen wir da vielleicht ins Bild holen. Was auch vielleicht ganz interessant wäre, ist vielleicht der Michi Gröll, der mir gestern zugesagt hat, dass er seine Kamera aufstellen wird, das wirklich gemacht hat. Super, Michi. Jetzt haben wir ihn da im Bild. Schöne Grüße an Michi Gröll. Wir finden das richtig cool, dass er sich heute hier mit einer Zoom-Kamera, also mit Kamera sozusagen in unseren Livestream geschalten hat. Er ist ja der technische Ansprechpartner der E-Liga und auch zuständig für die Ergebnisse. Und wir finden es richtig cool, dass der ÖRV hier auch selbst mit am Start ist sozusagen. Und auch, wir sehen ihn im Bild und ganz cool, wie er das macht, der Michi. Ja, er hat seine Mannschaft, VICC Racing, auch von Geizhals gesponsert. Wirklich super ins Bild gesetzt, der Michi. Er ist ja auch ein ambitionierter Swift-Fahrer, nützt das auch aus, was eben wirklich super ist, wenn man speziell im Winter, wenn man von der Arbeit heimkommt, draußen ist dunkel, das Wetter passt vielleicht nicht so, setzt man sich 1-2 Stunden auf die Rolle, auf den Smart-Trainer, kann dann ein Rennen fahren, kann ein normales Training absolvieren und ja, ich glaube, das erfüllt seinen Zweck und der Michi hat da auch den Weg oder das Leiden für sich entdeckt und neben seinen zwei Kindern, seinen zwei Mädels, wenn er da ein bisschen frei bekommt, sitzt er dann am Smart-Trainer. Richtig cool. Liebe Grüße an Michi Gröll, der sozusagen das Leiden persönlich hier auch sich nicht gehen lässt. Michi Gröll, ja wie gesagt, der technische Ansprechpartner der E-Liga und auch zuständig für die Ergebnisse. An dieser Stelle auch ein großer Dank an Jakob Drog, der sportliche Ansprechpartner der E-Liga ist, an Christoph Hugel, der das ganze Projekt E-Liga von Anfang an hier wirklich betreut und umsetzt. Und liebe Grüße auch an Peter Maurer und Thomas Schrammel, die Pressearbeit und Social Media betreuen. Ein richtig cooles Team, klein, aber fein. E-Liga, die hier heuer sozusagen zum zweiten Mal stattfindet. Im Frühjahr hat es ja begonnen, da hat man sozusagen aus dem Lockdown geschaut, was kann man denn so den Athleten anbieten, hat das erste Mal eine E-Liga gestartet und jetzt entwickelt sich das nach und nach weiter und wir freuen uns, dass auch aus dem Ausland viele hier teilnehmen an der E-Liga des österreichischen Radsportverbandes. Jetzt werde ich gerade durstig, sehe ich. Ja. Auf jeden Fall
Wir sind hier. Hier werden einige Bauer ab, auch eine große Gruppe. Und ja, ich glaube, die Entscheidung wird dann etwas später fallen, derweil noch ziemlich geschlossen. Und ja, Stefan Kirchmeier ist da auch dabei, ist gerade am Telefonieren. Ja, das ist dieses E-Liga-Rennen, das ist schon eine harte Geschichte, wir sehen es. Ein bisschen telefonieren geht sich immer aus, sozusagen. Ja, also ich glaube, da kann man schon sagen, man ist E-Liga und E-Cycling erprobt, weil man so nebenbei telefonieren kann, mit dem Computer spielt, unter Anführungszeichen. Also Multitasking, das geht auch bei Männern, wie man sieht. Ja, der Stefan hat das da sehr gut gemacht. Man muss auch sagen, er ist wirklich da seit jetzt einem Jahr oder eineinhalb Jahren da ein Swift-Profi. Er fährt in der eigenen Swift Racing League mit, hat sein eigenes Team. Sie stehen auch immer mit dem Kirchmeier Cycling Team. Wir müssen dann nachschauen wieder, wie viele am Start stehen. Aber fast mit 10 Fahrern steht er am Start mit seinem Team. Und ja, ich habe kurz mit ihm geredet. Gestern haben wir ein Gespräch gehabt und er wird heute am Abend dann noch mit seinem Community-Team ein Rennen fahren, wo sich dann für eine Profi-League qualifiziert werden kann. Und ja, er fährt halt einfach mal 2 so Swift-Rennen an einem Tag. Ja, manche schaffen nicht mal eines, er denkt sich, er fährt 2 und ja. Viel Spaß auf jeden Fall. Genau, man kann auf jeden Fall sagen, Stefan Kirchmeier wird heute nicht unbedingt Fahrt. Er hat einen gut gefühlten Tagesablauf. Sein Team, du hast es angesprochen, Kirchmeier E-Cycling, auch aktuell ganz vorne in der Ligawertung des ÖRV. Wird spannend, ob das dann auch am Ende der E-Liga-Saison so ist. So, und wir sind bei Moran Vermollen, der sich hier doch noch zu uns geschalten hat. Wir freuen uns sehr, Moran Vermollen vom Team Felbermayr Simpl & Wels. Ja, der Moran war sich ja gestern nicht sicher, ob er lieber langlaufen geht, weil er ist gerade in Livigno mit seinem Bruder, der ist ja Profi-Langläufer und fährt auch im Weltcup mit und er ist da ein bisschen in der Höhe mitgefahren, hat seinen Smart-Trainer zwar mitgenommen, aber hat nicht gewusst, ob er fix starten wird. Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass er das Hotelzimmer da als seine Pain Cave verwendet. Ja, der Papa ist heute nicht dabei zum Anfahren, aber ich glaube, er wird das auch so ganz gut schaffen. Ja, super, dass Moran Vermollen heute dabei ist. Im Hintergrund sieht man ja auch ein bisschen die Spitzen der Langlaufski, glaube ich, und auch die Stöcke. Also wahrscheinlich kaum vom Rad hinunter wird er dann wahrscheinlich auf die Loipe sich begeben. Moran Vermollen, ein richtiger Sportler durch und durch. Und wir haben es ja auch am Anfang der Sendung schon angesprochen, die E-Cycling UCI-WM, wo Moran Vermollen ja gemeinsam mit Felix Ritzinger Anfang Dezember am Start war. Die erste UCI-WM im E-Cycling-Bereich. Ja, und man kann sagen, Moran Vermollen hatte ambitionierte Ziele, wollte ja unter die Top 15 kommen, aber ja, ist sich nicht ausgegangen, aber richtig stark Platz 24 bei der ersten E-Cycling-WM, da kann man schon richtig stolz sein, oder? Ja, auf jeden Fall ein großes Kompliment. Er hat mir da auch ein kurzes Update zum Rennen gegeben und eben auch gesagt, also das ist eines der härtesten E-Cycling-Rennen gewesen ist, was er gefahren hat. Nur kurz ein paar Daten, vielleicht können ein paar was damit anfangen, ein paar weniger. Die ersten 10 Minuten ist er mit 410 Watt Schnitt gefahren, mit, man sieht eh, er ist da ziemlich dünn und austrainiert, also das ist schon an die 7 Watt pro Kilo wahrscheinlich und ja, dann mit einer Attacke am Schluss viel riskiert, nicht viel draus geworden, aber trotzdem glaube ich, können die zwei Burschen, der Felix und der Moran, stolz auf das Ergebnis sein und ja, es ist ausbaufähig, so haben wir noch ein Ziel für die nächste WM. Auf jeden Fall richtig cool, dass Moran Vermollen heute auch wieder mit dabei ist. Der hat ja auch ja wirklich einen gut gefüllten Terminkalender, UCI-WM, dann Langlaufen, also alles am Start. Und heute ist er auch wieder dabei beim dritten E-Liga-Rennen des österreichischen Radsportverbandes. Wir schauen ein bisschen so auf die Kilometeranzahl, Matthias. Ja, also ich würde sagen, so 15, 17 Kilometer circa werden es noch sein, ganz genau sind das 18, wie wir hier jetzt im Bild sehen, 18 Kilometer bis zum Zieleinlauf bei den Herren. Ja, man sieht jetzt die Gruppe ist da wieder ein bisschen kleiner geworden.
Ich habe gerade ein Live-Update auch vom Ricky Zeudel bekommen. Er hat gesagt, es zählen nur die ersten 10. Er war in einer Gruppe dahinter um Platz 60. Hat auch am Anfang versucht, ein Loch zuzufahren, was wir auch schon angesprochen, was extrem schwer ist. Und ich weiß nicht, ob er noch im Rennen ist oder nicht. Ich glaube, er ist schon ausgestiegen. Aber ja, der Ricky muss sich ein bisschen motivieren, dass dann fürs nächste Rennen passt und dass er das zeigen kann, was er drauf hat. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht so oft oder auch ein Newcomer da ist, muss man in das Ganze mal reinfinden. Es ist ja doch anders, als auf der Straße Rennen zu fahren, ganz klar. Er kriegt auf jeden Fall jede Menge Pluspunkte von uns persönlich, dass er heute mit dabei war oder ist, der Ricky Zeudel, der sich hier wirklich ja normal ein Vollprofi auf der Straße. Seit Jahren gehört er zu den Top-Radprofis in Österreich. Aktuell eben wieder beim Team Felbermayr, Simplon, Wels, ist er international und auch im Inland erfolgreich und wir finden es richtig cool, dass er sich heute auch auf das E-Bike sozusagen, nicht wirklich E-Bike, aber in das E-Cycling-Metier begeben hat und hier mit dabei ist. Freut uns natürlich auch unsere Zuschauer und auch die anderen Teilnehmer, wenn sie hören, dass der Sieger der Österreich-Radrundfahrt hier, Ricardo Zeudel, auch mit dabei ist. Genau, ist eine tolle Sache, freut uns sehr. Und ich glaube, dass wir auch dann fürs nächste Jahr und für die nächsten Rennen, also im neuen Jahr, sagen wir so, dann auch ein paar sehr prominente Namen am Start haben. Und das freut uns auf jeden Fall. Und da können sich dann auch die Burschen nochmal messen, vielleicht mit dem ein oder anderen World Tour-Fahrer. Der Jonas Rapp ist jetzt im Bild und der zählt eben auch zur ersten Gruppe, ist auch vorne mit dabei. Wir haben 5 Rinko-Fahrer vorne mit dabei. Mit dem Hartz Benjamin, mit dem Loderer, Konzner, Kolb und Rapp. Sehr stark. Kirchmeier Cycling auch mit Rheinlein, Reichert und Kirchmeier vertreten. Und dann haben wir noch die Einzelfahrer vom Team Felbermayr, Simplon, Wels, der Vermeulen, von Team WSA, der Felix Ritzinger, der Maximilian Kuhn, freuen uns auch. Erstes Rennen für ihn vom Team Vorarlberg mit dabei. Der Martin Mugerli, Ruttmann, Müller, Bettinger und Hagenas sind die unsere 3 Amateure. Und ja, das ist jetzt die Gruppenkonstellation. Und ich bin mir sicher, dass dann noch die nächsten paar Kilometer oder Richtung Finale dann einiges passieren wird und wir auch da einige Attacken sehen werden. Genau, Jonas Rapp hat uns ja auch da schon zugewunken, geht jetzt wieder aus dem Sattel. Liebe Grüße an Jonas Rapp vom Team Rinkhoff. Er ist ja sensationell 16. geworden bei der UCI-WM und sein Teamkollege aus Deutschland, Osborn, hat sich ja den Sieg geholt, ist der Weltmeister beim UCI E-Cycling bei dem ersten Bewerb heuer 2020. Und wir schauen jetzt ganz kurz in die Werbung. Flyer Alarm. Der Pionier des Online-Drucks ist an deiner Seite. Mit Druckprodukten vom Flyer bis zum kompletten Messestand in über 3 Millionen Varianten. Mit Overnight hältst du deine Drucksachen schon am nächsten Tag in Händen. Wir machen dein Business erfolgreich. Wir drucken deine Welt. Flyer Alarm. Vielen Dank an Flyer Alarm, unseren Premium-Partner des österreichischen Radsportverbandes. Wir sagen vielen Dank, dass Flyer Alarm auch da wieder mit dabei ist. Und wir sind bei den Damen. Und da ist auch interessant, Katrin Schindelar ist ja auch heute wieder mit dabei. Sie fährt ja für das Team von Flyer Alarm, ist eine Mitarbeiterin. Und auch Sie, wir haben es ja vorher schon angesprochen, wie cool wir das finden, dass wirklich auch die Sponsoren da mit dabei sind und sozusagen auch selbst dieses E-Liga-Feeling ein bisschen spüren wollen und auch im Rennen mit dabei sind. Ja, erst einmal danke an unsere Sponsoren, das freut uns ungeheim, dass dann auch wer aus dem Sponsorenteam dann sich selber hier auf bei der E-Cycling League mitquält und wie man sieht auch Spaß hat. Weil sonst wäre sie jetzt nicht schon das dritte Mal dabei und würde sich da mit den anderen messen und sich etwas quälen. So, wir sehen jetzt da, was wir schon vorher auch angesprochen haben, diese kleine Unterführung. Danach geht es ca. 100-150 Meter mit 6-7% bergauf. Haben wir kurz einen Power-Up gesehen, wurde die Feder eingesetzt. Eben, genau, hier sehen wir es auch noch.
wird das Gewicht verringert und wird speziell am Berg eingesetzt. Und wir sehen es da auch, es geht dann nicht, ja, es ist schon flach, aber es ist noch immer mit 1-2%, was sich dann auf der, wenn wir wieder auf die Champs-Élysées kommen und aufs Kopfsteinpflaster weiterzieht. Und natürlich, wenn da kleine Löcher aufreißen und man aus dem Windschatten draußen ist, ist es ganz schwierig, da wieder den Anschluss zu finden. Du hast es gerade angesprochen, vielleicht nochmal für unsere Zuseher, die da nicht so swift into it sind, sozusagen, diese Power-Up. Da gibt es ja verschiedene und wahrscheinlich ist es da auch ganz wichtig, wann man die genau einsetzt, oder? Ja, genau. Also man kann immer nur einen Power-Up haben. Das heißt, wenn man dann, es gibt eben bei einer Sprintwertung oder bei der Zieldurchfahrt, dass man einen neuen bekommt. Also man kann den nicht sammeln, man kann ihn einsetzen. Wenn man ihn nicht einsetzt, dann kriegt man bei der nächsten Durchfahrt einen neuen, aber man kann sie nicht sammeln. Das heißt, man muss sich auch sehr gut einteilen, auch jetzt speziell dann fürs Finale, welcher Power-Up, welchen brauche ich da fürs Finale. Ja, die Feder, haben wir schon gesagt, ist ein fixer Wert. Man wird 9,5 Kilo leichter. Das heißt, ja, ein leichterer Fahrer hat dann noch mehr Vorteile. Der wird dann nochmal leichter und wird das die Watt pro Kilo dann verringert. Dann haben wir den Van, das ist schaut aus wie ein, ja, ein Auto, ein großes. Das ist der Draft Boost, der ist bis zu 30 Sekunden, wo man sich dann etwas erholen kann und einen Windschatten hat. Dann haben wir den Aero Boost, das ist ein im Zeichen von einem Helm, auch sehr gut fürs Finale zum Beispiel einzusetzen. Also wenn man sich den fürs Finale aufspart, ist sicher eine gute Idee. Den Burrito, das ist für die Fahrer, die vielleicht ein bisschen, sagen wir so, die Hinterradlutscher loswerden wollen. Den kann man einsetzen, dass der, wenn man zum Beispiel zu zweit unterwegs ist, dass der Hintermann, der nichts nimmt und nicht in die Führung geht, für eine kurze Zeit keinen Windschatten hat und den kann man dann abhängen und einen ungewollten, ja, ein ungewolltes Anhängsel loswerden. Ja. Ja, wir hören gerade aus unserer Regie in Deutschland, eCycling TV Germany ist ja hier unser Partner und hören, Fiona Schröder greift an. Die will mehr auf dem Rennen. Danke, Martin Otto, der uns da auch mit Informationen versorgt. Ja, sie ist da im Angriff und sie haben zwar auch noch einige Kilometer, aber ich finde das gut, dass sie hier in die Initiative geht. Und wir sehen sie da schön leiden. Also sie gibt da alles, um wegzukommen und vielleicht ja ein bisschen eine Dynamik in diese Gruppe reinzubringen. Auf jeden Fall, ihr Blick, finde ich, ist ja sehr so, ich gehe Ralf jetzt an, ich will da möglichst weit nach vorne kommen. Fiona Schröder aus Deutschland, ganz stark, also steigert sich hier wirklich von Rennen zu Rennen. Beim ersten Rennen war sie noch ein bisschen so von ihrer Verletzung geplagt, hat man schon gesehen, dass das richtig schwer für sie ist, da durchzuhalten. Aber heute, drittes Rennen, Fiona Schröder aus Deutschland, ganz stark hier mit dabei. Ja, sehr gut. Ich habe da jetzt ein kurzes Update auch vom Stefan Kirchmeier. Da hat es irgendwie, hat sich Swift aufgehängt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er jetzt da auch davon betroffen ist oder nicht. Er hat mir da ein kurzes Update geschickt, dass sich da das Server aufgehängt hat und vielleicht einige Fahrer da vielleicht nicht mehr mit dabei sind. Wir werden das dann gleich sehen. Ja, da schauen wir dann gleich rein. Vielleicht gibt er uns da noch Informationen. Wir haben ihn jetzt da im Bild, den Stefan. Ja, er schreibt mir gerade, also wir sind da live. Und ja, also von vorne ist da niemand betroffen. Es ist dann eher um die hinteren Fahrer gegangen. Danke Stefan an dieser Stelle. Lass dir dein Wasser schmecken. Ja, liebe Grüße an Stefan Kirchmeier. Ganz cool, dass er uns da auch auf dem Laufenden hält, sozusagen via WhatsApp. Technisch ist das Ganze, ja, liebe Zuschauer, eine richtige Challenge. Wir haben hier die Regie in Deutschland, die sozusagen hier wirklich auch die Bildzuschaltungen macht, das Rennen hier beobachtet in Form von Martin Otto von eCycling TV Germany. Wir haben heute hier im Radsportverband natürlich auch ein ganz großes Setup und technisch ist das natürlich
Es ist das dritte Rennen, eine Challenge, und da kann es natürlich auch immer wieder zu kleinen Ausfällen und Problemen kommen. Wir sind schließlich virtuell, wir sind online und es ist alles live. Da kann auch alles passieren, so wie im echten Leben. Aber natürlich, wir sind ja auch von der Technik abhängig. Ja, genau. Also es hat da, glaube ich, einen kleinen Tonausfall auch gegeben. Wir entschuldigen uns dafür an der Stelle. Der Christoph hat das aber gleich wieder hinbekommen. Und ja, auch danke an ihn. Wir haben ja ein super Setup. Er hat sich sogar heute die Mühe genommen oder gemacht, unseren Bildschirm da zu schmücken. Sehr schön. Also Christoph, wenn du mal zu mir nach Hause kommen willst, schmücken, ich bin da eh nicht so dafür, bist jederzeit eingeladen. Vielleicht, wenn der Corona vorbei ist. Ja, der Christoph hat hier auf jeden Fall Talent bewiesen. Vielleicht können wir das hier kurz nochmal einblenden. Unsere Zoom-Wand, wo alle Fahrer wir hier beobachten können, wie sie sozusagen zu Hause radeln. Und hier auch hier der wunderschöne Weihnachtsschmuck. Also ja, Christoph, jederzeit. Bei mir fehlt auch noch einiges an Weihnachtsschmuck. 5 Tage haben wir noch bis Weihnachten, Matthias. Vielleicht sollte uns Christoph Vogel ein bisschen zu Hause besuchen und so ein kreatives Talent spielen. Ja, du klopfst an, willst du was sagen? Ja, ich habe ihn zuerst gebucht, aber also, okay, ja. Vordrängen gilt da nicht. Gell? Ladies first, Matthias. Das solltest du eigentlich schon wissen, aber ich sage es dir gerne auch heute nochmal. Ja, Stefan Kirchmeier schaut ein bisschen grantig oder konzentriert. Ja, ich glaube, er ist eher konzentriert. Also er ist einer von unseren Swift-Profis und ja, auch ein kurzes Update zu ihm. Ich bin ja 2 Jahre mit ihm im Team gefahren bei Tirol damals. Das waren meine Anfänge, also 23 Fahrer. Also ich kenne ihn da eh auch sehr gut. Und ja, der Stefan hat dann aufgehört als Profi sozusagen beim Continental-Team. Ist dann auch zweifacher Ötztaler Radmarathonsieger, hat einige Verletzungen noch hinter sich, wie Oberschenkelhalsbruch. 2015 kurz vorm Ötztaler Radmarathon, dann 2018 eine Nagelbettentzündung beim Ötztaler Radmarathon und dann hat er irgendwie auch über bekannte Freunde eben das Swift für sich entdeckt. Das war im Winter 18/19 und hat da begonnen auch eben mit die Swift-Rennen, also zu trainieren und auch Rennen zu fahren. Und ja, ich glaube, der hat auch eine Nische gefunden, dass man wirklich in kurzer Zeit sehr intensive Einheiten machen kann und mit den Rennen sich da auch auf lange Marathons oder längere Rennen wirklich sehr gut vorbereiten kann. Also es ist, man kann sich so vorstellen, es ist ja wie ein Labor mit perfekten Bedingungen und ich glaube, er hatte Vielleicht können wir jetzt noch zu Alexander Kratzer einen Sprung schauen. Und hier macht eine wir super auch Sache schon. Und man sieht eben als Und zwar Alexander Kratzer ja im Team von WSA. Und ganz interessant, auch im Hintergrund sehen wir den Banner der Ultra-Rad-Challenge Steiermark. Das ist auf jeden Fall zu erwähnen. Die hat heuer auch stattgefunden. Trotz Corona hat man da wirklich in Kaindorf alle Voraussetzungen erfüllt, gemacht, um die Ultra-Rad-Challenge 2020 auch stattfinden zu lassen. Ist ganz toll mit strengen Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne gegangen. Und an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, liebe Grüße an Andreas Kratzer. Nächstes Jahr findet nämlich bei der Ultra-Rad-Challenge in Kaindorf am 23. und 24. Juli auch die österreichische Meisterschaft Ultra statt, nämlich auch für die Einzelfahrer im 24-Stunden-Bewerb. Liebe Grüße also nach Kaindorf. Und ja, Alex Kratzer streckt die Zunge raus, der leidet schon ziemlich. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch da im Finale. Wir haben jetzt 1 Stunde 6 Fahrzeit. Haben jetzt, wenn ich mich nicht täusche, knappe 2 Kilometer noch. Sind da 6 Kilometer, höre ich gerade von. Können wir auch dann noch kurz einen Blick zu Max Kuhn werfen? Wenn wir noch ganz kurz Zeit haben, hier ist er auch schon im Bild. Wow, da scheint die Sonne. Ach, ich bin neidisch in Vorarlberg. Ist das Wetter offenbar viel? Ja, ich glaube Tirol, er fährt nur fürs Team Vorarlberg. Also, ich habe gedacht, er ist vielleicht da in der fürs Team Vorarlberg auch in so einem speziellen Trainings, sozusagen Trainingswohnung, wie wir es gesehen haben, auch bei Marvin Hammerschmidt, der ja bei Dominik Rinkhoff direkt ist. Aber hier ist es auf jeden Fall
das Team Vorarlberg, Max Kuhn, der jetzt in Tirol fährt, wie der Matthias gerade gesagt hat. Und ganz interessant vielleicht doch das X links, das wir hier sehen am Polster. Ja. Der Max hat oder auch für nächstes Jahr was entwickelt, seine eigene Marke, Max Kuhn, was mit Training, Trainingsausfahrten, ein bisschen Coaching zusammenhängt und was er sich aufbaut. Finde ich eine super Sache auch. Man muss ja, er ist ja zurzeit noch Profi und wird nächstes Jahr wieder beim Team Vorarlberg fahren. Aber man muss sich halt schon Gedanken machen, was macht man danach. Und ich glaube, der hat eine coole Sache, hat auch, weiß ich, aus geheimen Quellen sozusagen, schon seine Trikots designen lassen bei EH77. Und ja, ist eine coole Sache. Ich kenne das Design, wird super ausschauen und ich glaube, er wird da was ganz Tolles auf die Beine stellen. Und ja, der Max, wenn wir nochmal bei ihm sind, wird sich sicher auch gestern vielleicht noch mit dem Eisbein regeneriert haben. Kann gut sein, hat gute Beine und ist gut dabei mit vorne. Genau, und du hast es ja angesprochen, Eisbein, das sei noch kurz gesagt, unser Regenerationspartner, das ist ein einzigartiges Kryosystem für die Regeneration, wo die Muskeln, Sehnen und Bänder von der Hüfte abwärts gekühlt werden und das sozusagen wie ein Eiswürfelkübel für die Beine ist, den auch Max Kuhn seit rund einem Jahr nutzt und das Team Vorarlberg hier ganz vorne mit dabei. Liebe Grüße auf jeden Fall an Max Kuhn und wir wünschen ihm auch ganz viel Erfolg natürlich für seine Marke Max Kuhn, die er sich da hier parallel zum Radsport aufbaut. Wir haben noch ganz kurz, vielleicht können wir das ganz kurz auch ins Bild halten, der Matthias. Wenn wir im Bild sind, halte ich das gerne ins Bild. Ja, der hat uns was mitgebracht. Goodies. So, jetzt bist du live sehr drauf. Sehr gut. Von EH77 zur Verfügung gestellt, unter anderem vom René Haselbacher. Ein kleines Weihnachtsgeschenk, ein Weihnachtsgoodie. Einmal coole Socken, Radsocken und eine Face Mask. Ich glaube, die kann man in der heutigen Zeit gut gebrauchen, werden wir wahrscheinlich noch länger gebrauchen. Ich hoffe zwar nicht, dass das einmal bald vorbei ist. Aber ja, das gibt es zu gewinnen. Michi, du wirst uns sagen, wie man das machen kann. Ja, genau. Liebe Grüße auf jeden Fall an René Haselbacher, unseren Ex-Radprofi, international und national höchst erfolgreich. Und wir haben natürlich diese Goodies für unsere Zuschauer, die würden wir gerne verschicken. Aber dafür müsst ihr auch etwas tun. Es ist auch nicht ganz so schwer. Aber wir sind ja auch auf Facebook heute live und wir bitten euch in der Facebook-Übertragung zu kommentieren, also in den Kommentaren zu schreiben. Folgende Antwort würden wir gerne von euch hören. Also folgende Frage haben wir für euch. Wann ist Ex-Radprofi René Haselbacher, wann hat er denn eine Etappe bei der Österreich-Rundfahrt gewonnen? Er konnte da eine Etappe sensationell gewinnen. Wir wollen wissen, in welchem Jahr war denn das? Und wir bitten euch, auf Facebook zu kommentieren. Und dann gibt es persönlich von Matthias dieses Goodie an euch verschickt, an den Sieger, den wir dann natürlich auslosen werden. Also fleißig kommentieren, wir freuen uns. Aber jetzt gehen wir wieder zurück ins Rennen der Herren. Wir haben jetzt die letzten 3 Kilometer. Ja, also es wird sich hier ein bisschen belauert. Und ja, wir sehen, der Stefan Kirchmeier nützt den Windschatten hinten aus. Er ist ja da ein Fuchs. Wir haben jetzt da den Fabian Schormeier im Bild. Wir wissen nicht genau, wo er ist. Ich glaube, er ist in einer Gruppe dahinter. Aber sieht sehr anstrengend aus. Also er hat da auch alles gegeben. Und für sein erstes Rennen, glaube ich, hat er da eine super Leistung abgerufen. Ja, das Feld vorne jetzt sind wir circa virtuell ein bisschen über 10 Fahrer. Genau. Virtuell sind wir ja bei Max Kuhn. Vielleicht können wir auch noch mal kurz den Blick in sein Wohnzimmer schaffen wir den Blick in sein Wohnzimmer zu Max Kuhn, weil wir ihn ja virtuell sehen als Avatar. Vielleicht sehen wir ihn auch noch mal kurz in live, wie es ihm denn gerade aktuell so geht. Wir sehen hier ihn, ja, da ist er auch schon, Max Kuhn. Wunderschön im Sonnenschein, hat sogar ein bisschen Tirolos runterlassen müssen. Das sind die ja, Sonne, die alt verbrennt. Ja, genau. Ja, jetzt ist da auch eine Attacke geritten worden. Ich sehe noch nicht genau von wem. Der Max Kuhn ist da noch in der Gruppe, wird vielleicht ein bisschen sich belauern.
Und werden das die anderen das Loch zufahren lassen und dann für den Schlusssprint alles aufbewahren. Wir grüßen auch Alex Aigner, der vom Team Maro Italia hier heute mit dabei ist. Das Team Maro Italia heute hier auch mit dabei bei der E-Liga 2020-2021. Wir freuen uns sehr und wünschen auch alles Gute. Liebe Grüße an das Team Maro Italia. Ja, 2 Kilometer sind es noch bis zum Ziel. Wir sind hier auf dem berühmt-berüchtigten Kopfsteinpflaster virtuell in Paris. Wir haben da den Michael Konster vom Team Rinkhoff Advanced Cycling, der jetzt angegriffen hat. Also er riskiert da einiges. Die Gruppe ist am Kommen. Es sind 17 Fahrer. Und natürlich, die haben ihren Vorteil durch den Windschatten. Und man sieht hier, sie rauschen schon an und sie werden den Michael Konster gleich schlucken. Vielleicht holt er sich noch die Sprintwertung jetzt. Das könnte sich noch ausgehen, aber fürs Finale schwierig. Genau, interessant haben wir auch gesehen bei der Sprintwertung gesamt. Stefan Kirchmeier ganz vorne und ganz toll, Grisi Schwab auf der 2. Ja, sehr gut. Grisi Schwab, unser Triathlet, der ja auch beim letzten Rennen schon dabei war. Und heute ist er auch wieder mit dabei. Und richtig cool. Ja, nur ganz kurz, dass wir sind jetzt wirklich am finalen Kilometer. Da sieht man, wie... Genau, wir sehen Stefan Kirchmeier hier im Bild, hier auf den letzten Metern bis zum Ziel. Stefan Kirchmeier, der Sieger der ersten beiden Rennen. Wirklich geht und wie er da am Leiden ist. Geht hier auch nochmal aus dem Sattel. Wenige Meter sind es noch bis zum Ziel für Stefan Kirchmeier. Ja, wir werden jetzt dann gleich den Bogen sehen. Jetzt sehen wir auch, wie alle ihre, da die meisten haben den Aero-Helm, wie wir schon vorher gesprochen haben, jetzt in Einsatz bringen. Ja, ich habe mit Felix gesprochen und gesagt, er muss das Rennen heute abschießen, er muss das gewinnen. Aber Stefan Kirchmeier kommt ihm da zuvor. Ich weiß nicht, wer Zweiter ist, aber ich glaube, inoffizielles Ergebnis habe ich jetzt den Stefan vorne gesehen. Er jubelt da, hält den Finger hoch. War wirklich ein Fotofinish fast. Das war richtig spannend heute beim dritten Rennen, aber es schaut so aus, als würde Stefan Kirchmeier auch erneut hier als Sieger dieses Rennen beenden. Wir haben natürlich hier alle Ergebnisse dann auch auf e-cycling-austria.at. Im Nachhinein kann man hier genau sich die Ergebnislisten anschauen und ich höre Reichert Zweiter. Ja, sehr stark, also die haben sich da wirklich ein Battle geliefert. Wir sehen jetzt Stefan Kirchmeier nochmal jubeln. Ja, 3 von 3 Rennen, Wahnsinn. Ich glaube, durch seine Erfahrung und die vielen Rennen, er ist da wirklich ein ausgefuchster Hund. Hat auch den Moran und den Felix bei der WM via Telefon live unterstützt, ihnen Tipps gegeben und die beiden haben gesagt, das war wirklich sehr hilfreich. Also er kennt sich da wirklich aus und ist einer von den Profis auf dieser Plattform. Emotionales Finish hier, Sie sehen es im Bild, liebe Zuschauer, von Stefan Kirchmeier und auch Moran Vermeulen ist fertig. Wir sehen auch ihn hier, Moran Vermeulen ist auch hier fertig geworden beim dritten Rennen. Wir freuen uns, dass auch er heute wieder mit dabei ist, auch er alle 3 Rennen gefahren. Daniel Pettinger sehen wir im Bild, den Gesamtführenden in der Amateurklasse. Liebe Grüße an Daniel. Er schaut sich da wahrscheinlich das Ergebnis an oder wartet gespannt aufs Ergebnis. Ja, wir haben einen Doppelsieg vom, ist noch zwar inoffiziell, aber einen Doppelsieg vom Kirchmeier Cycling Team. Ist ein Wahnsinn. Also der Stefan hat auch seine Burschen wirklich gut unter Kontrolle oder darauf hin trainiert. Und ja, die haben da gemeinsame Sache gehabt, die Power-Ups perfekt eingesetzt. Und ja, jetzt nochmal kurz zum Daniel Eichinger. Ist wahrscheinlich gleich im Ziel. Ja, Ärmel aufgekrempelt, Kappe abgeschnitten. Ja, ich glaube, der fährt dann gleich weiter in den Urlaub, oder? Daniel Eichinger wieder mit seinem schönen Stirnband. Wir freuen uns sehr, dass er heute auch dabei ist und wieder drittes Rennen, drittes Stirnband, kann man sozusagen auch für Daniel Eichinger hier sein Styling ein bisschen bewundern. Matthias, vielleicht hast du Lust, dir nächstes Mal auch etwas zu überlegen? Ja, jetzt muss ich dann echt einmal nachschießen.
dass er dann was, ja, vielleicht mich da ein bisschen mein Outfit kommentieren kann. Gott sei Dank können wir jetzt die anderen nicht unbedingt hören, weil ich glaube, sonst würden da sicher einige zurückschießen. Aber ich hoffe, sie nehmen es mit Humor und ich finde das super und dafür holen wir noch immer ins Bild, weil, ja, ich glaube, das ist das Gute, ein bisschen Entertainment hier. Ja, ganz kurz noch, bei den Junioren haben wir Stieger vor Graf als inoffizielles Ergebnis. Auch Gratulation von meiner Seite hier. Super, Adrian Stieger, also hier richtig stark ist er gefahren. Liebe Grüße an ihn und wir sehen jetzt hier im Bild deinen Teamkollegen eigentlich, noch Teamkollegen. Ich werde ihn jetzt schreiben, er soll da nicht keine Faxen machen. So wie die Deutschen es sagen, mach mal meine keine Faxen mit seiner Freundin. Vielleicht zeigt sie ihm gerade den Livestream oder sein Computer ist vielleicht ausgefallen und er fährt jetzt übers Handy. Auf jeden Fall, ja, entweder hat er seine Kontaktlinsen vergessen oder seine Brille, aber ich kann es nachvollziehen, also wenn man da auf so einem Niveau fährt und unter so einer Anstrengung und ja, im Wohnzimmer wird es jetzt wahrscheinlich, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er im Ziel. Gratulation. Ich glaube, sein erstes Rennen hat er da gut bewältigt. Ich weiß auch, wie das ist, wenn man dann technische Probleme hat, wo man vielleicht nichts dafür kann, was aber immer wieder passieren kann. Ja, ist dann ärgerlich. Aber ich glaube, er hat das gut gelöst und super gefahren, der Fabian. Er fährt ja nächstes Jahr auch wieder, hat wieder einen Vertrag beim Team Faber-Meyer Simple & Wenz bekommen und ist wieder da ein fixer Bestandteil von der Mannschaft. Ja, liebe Grüße auf jeden Fall an das ganze Team Faber-Meyer Simple & Wenz, auch an Andy Krosek und natürlich auch an Paul Resch, den Präsidenten des Landesradsportverbandes Oberösterreich, falls ihr uns gerade zusieht. Liebe Grüße nach Oberösterreich. Wir hoffen, bei euch ist das Wetter schöner als hier in Wien. Der Matthias und ich sind froh, dass wir indoor sind, hier dieses E-Cycling-Rennen kommentieren dürfen, weil draußen, ja, bescheidenes Wetter. Ja, wenn irgendwer besseres Wetter hat, kann er es gerne mal auch herschicken. Wir würden uns freuen. Ich habe jetzt noch ein kurzes Update. Inoffiziell Stieger vor Graf bei den Junioren, schon so, wie wir gesagt haben. Und bei der Elite haben wir Kirchmeier vor Reichert. Reichert, sein Teamkollege, ist aber ein Amateurfahrer. Reichert, Kolb, Rapp von Rinkhoff, Kuhn, super Leistung von Maxl hier. Vermeulen, der Moran ist ja auch sehr gut mit. Und dann haben wir zwei Amateure mit Rheinlein Pettinger, den Harz Benjamin und dann noch den Hageners auch als Amateur. Also ja, sportliches Ergebnis. Mir geht jetzt ein bisschen der Felix Ritzinger ab. Ja, obwohl wir gestern ausgemacht haben, dass er da das Rennen gewinnt. Jetzt muss ich mal fragen, was da los war. Oje, Felix Ritzinger, eine Rüge von Matthias Gritzek. Na gut. Wir schauen auf jeden Fall dann gleich zu den Damen. Zuvor freuen wir uns aber auch noch über einen Weihnachtsgruß des österreichischen Radsportverbandes, konkret vom Präsident Harald Mayer. Ein Weihnachtsgruß des ÖRV. Meine Damen und Herren, liebe Freunde des Radsports, das Jahr 2020 hat eine Menge von Veränderungen mit sich gebracht. Einerseits mussten einige ihre Radrennen in angepasster Form bestreiten. Auf der anderen Seite war es eine wunderbare Möglichkeit, mobil zu sein und Sport zu betreiben. Eines steht auf alle Fälle fest. Das Radfahren erlebt einen tollen Hype. Und das sieht man auch an der E-Cycling-Liga. Wenige Tage vor Weihnachten möchte ich gerne die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen im Namen des österreichischen Radsportverbandes ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und Ihnen ein Prosit 2021 zurufen. Haben Sie ein gesundes und glückliches neues Jahr. Ja, das waren die Weihnachtsgrüße von ÖRV-Präsident Harald Mayer, die hier natürlich nicht nur an alle Teilnehmer der E-Liga,
sondern auch alle Aktiven des österreichischen Radsportverbandes geht. Und wir hören gerade aus der Regie, es sind noch 10 Kilometer bis zum großen Finale bei den Damen. Ja, die Damen kommen jetzt auch schön langsam dem Ziel näher, die letzten 10 Kilometer. Wir haben da eine 5-Damen-starke Gruppe, wenn man das so sagen darf. Und ja, ich bin schon wirklich gespannt. Kathi Machner ist natürlich dabei, wie auch anders. Ja, hätte ich mir nicht anders erwartet. Ja, Fiona Schröder haben wir da, glaube ich, auch mit vorne dabei. Und dann auch, was wir vorher schon erwähnt haben, die Sarah Berndaler ist da auch mit dabei. Also ich glaube, von der können wir sicher auch was erwarten. Was glaubst du, Michi? Ja, richtig cool. Also du hast es ja vorher schon angesprochen. Sie ist ja noch gar nicht so viel E-Cycling gefahren oder E-Cycling erprobt, aber richtig gute Werte hat sie da im Vorfeld geschickt. Und wir sind gespannt, wie es ihr heute geht, Sarah Berndaler, wie sie da an Kathi Machner rankommt. Wir sehen sie hier links im Bild als Avatar. Vielleicht hat sie auch Lust, sich nächstes Mal, wenn sie wieder mit dabei ist, sich via Zoom zu uns in den Livestream zu schalten. Das würde uns natürlich richtig freuen. Je mehr Mädels auch hier mit dabei sind, würde auch ganz besonders mich freuen, wenn hier auch die Damen sich hier virtuell zu uns schalten. Ja, ich finde es überhaupt super, wie viele Leute wir heute da via Livestream dabei gehabt haben. Ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen lockerer, ein bisschen spannender. Man sieht, dass sich da wirklich nicht nur Avatare, sondern auch normale Leute und unsere Sportler da abquälen und da am Rad alles geben. Und ja, das freut uns. Und wie gesagt, die Einladung steht fürs nächste Rennen. Ich glaube, der Christoph hat auch an jeden eine Einladung via Zoom hinausgeschickt. Also bitte, wenn ihr wollt, schaltet euch rein, kommt dazu. Wir werden euch sicher ins Bild holen. Und ja, zum Beispiel auch vielleicht die Katrin Schindler, die du vorher schon erwähnt hast, die über Flyeralarm oder für Flyeralarm, was einer von unseren Sponsoren ist, da mitfährt. Ja, vielleicht schaltet die auch mal ihre Kamera ein und wir können bei ihr zuschauen. Genau, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir auch eventuell das nächste Mal eine Kamera bei Katrin Schindler sehen. Sie ist ja hier schon auch seit Rennen 1 mit dabei. Sie fährt für das Team Flyeralarm. Flyeralarm nicht nur der Premium-Sponsor des österreichischen Radsportverbandes, sondern auch die Mitarbeiter sind hier am Start und wollen dieses E-Cycling-Feeling persönlich erleben. Das freut uns natürlich ganz besonders. Wir freuen uns auch, dass Gerhard Bügler mit dabei ist und zuschaut. Wir sagen Hallo auf jeden Fall an ihn und sagen auch ein ganz großes Dankeschön, dass Flyeralarm hier seit Tag 1 so ganz toll an der Seite des österreichischen Radsportverbandes. Ja, besten Dank und wir können uns nicht oft genug bedanken. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wirklich schwierig, Sponsoren aufzutreiben und die einen auch dann die Stange halten und unterstützen. Also ein großes Dankeschön und ja, ich glaube auch eben mit diesen Sponsoren können wir dann sowas auf die Beine stellen, was wirklich super ist. Und ich habe nur einen, ich glaube, wir haben dann auch zur Kathi Macher, haben wir dann auch ein Audio-Statement, das wir vielleicht dann einspielen. Kommt dann vielleicht später dazu. Genau, wir haben auf jeden Fall hier jetzt im Bild Fiona Schröder aus Deutschland hier mit dabei. Sie hat ja auch schon seit Tag 1 sozusagen ihre Webcam aufgestellt, dass wir ihr da zuschauen dürfen. Wir freuen uns auch, dass es ihr gesundheitlich jetzt offenbar, zumindest schaut es so aus, immer besser geht und sie wirklich so von Rennen zu Rennen hier an ihre Leistung wahrscheinlich anknüpfen kann. Und trinkt da jetzt auch ein bisschen. Also wir erinnern hier an dieser Stelle vielleicht auch nochmal unser Gatorade-Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr habt, liebe Zuschauer, auch fleißig mitgezählt. Und wie gesagt, wie Gatorade-Flaschen hier heute im Bild erschienen sind, auf jeden Fall eine E-Mail schicken, wenn ihr mitgezählt habt an den österreichischen Radsportverband oder auch gerne via Facebook und Instagram eine Nachricht senden, dann habt ihr die Chance, ein Gatorade-Goodie-Bag zu gewinnen. Ja, wir kommen jetzt immer weiter Richtung Ziellinie. Jetzt haben wir 6 Kilometer noch, habe ich gerade gehört.
Ich nütze die Zeit ganz kurz, nur ein Update. Wir haben jetzt da vom Team, der uns da super unterstützt, mit Informationen, nur das Elite-Ergebnis alleine. Also Stefan Kirchmeier vor Kolb und Rapp, das ist mal unser Podium. Dann mit Kuhn, Vermeulen, Hartz, Mugerli, Ruttmann, Konzner und Ritzinger. Also der Felix hat einen Einser da stehen, aber leider ist die Null dahinter. Also ich werde ihm das sagen, nächstes Mal die Null weg, dass nur mehr der Einser da steht. Ja, ich würde mich auf jeden Fall für ihn freuen. Werde auch ein paar Trainingseinheiten mit ihm absolvieren müssen, obwohl ich da schon im Ruhestand bin. Mache ich aber gerne, ist gar kein Problem. Ja, er hat bei der 1000-Meter-Marke attackiert, hat da alles in die Waagschale geworfen und ist halt dann ein bisschen zurückgefallen. Aber ja, ein bisschen Risiko gehört dazu. Ich habe eigentlich gesagt, er soll abwarten, aber okay. Seine Sache. Es wurden die Tipps und Tricks von Matthias Gritzek offenbar nicht zur Gänze hier beachtet. Wird spannend, euer Feedback-Gespräch dann zu hören, Felix Ritzinger und Matthias Gritzek, weil du gerade von deiner Sportpension gesprochen hast. Du bist ja im Oktober dein letztes Rennen gefahren, hast deine Karriere beendet. Man kann sagen, international wie national warst du sehr erfolgreich. Du warst auch österreichischer Staatsmeister auf der Straße. Wie ist es denn jetzt so frisch gebacken in der Pension? Ja, leider ist ja nur die Radpension, muss ich auch sagen. Die Arbeitswelt hat mich ja noch länger, da wird mich, ja, wir wissen alle nicht, wie lange wir dann noch arbeiten dürfen. Aber ja, es war auf jeden Fall kein leichter Schritt, und weil ja, der Radsport hat mich halt doch die letzten 25 Jahre eigentlich begleitet. Also ich habe mit 10 Jahren angefangen und bin dann da reingewachsen, habe einen mega Spaß und war einer der Glücklichen, der sein Hobby zum Beruf machen durfte oder konnte. Und ja, es war eine super Zeit. Ich glaube, ich würde es genauso wieder machen, würde da eigentlich nichts missen wollen. Und auch in Italien habe eine Sprache gelernt. Einige gute Erfolge, wenn man das selber von sich sagen darf. Und ja, auch der Staatsmeistertitel. Und eigentlich 2019 war eine meiner besten Saisonen, auch mit meinem ersten Rundfahrtsieg in Frankreich. Und ja, jetzt in der Pension sozusagen, bin aber schon in einem guten anderen Team aufgehoben, habe noch immer was mit Radsport zu tun, bin bei RH77 in der Firma, also beim René Haselbacher, und fühle mich da sehr, 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 sehr wohl, macht einen mega Spaß. Und ja, aber es ist jetzt halt die normale Arbeitswelt, aber es ist ja, wenn was Neues ist, ja nichts Schlechtes, eigentlich im Gegenteil. Genau, und auf jeden Fall ist es auch toll, sagen zu können, man hört auf, wann es am schönsten ist und wenn man am besten und fittesten ist und nicht verletzungsbedingt aufhören muss. Du hast ja sogar im Oktober bei deinem letzten Rennen bist du noch am Podest gestanden, hast dich nochmal feiern lassen können. Also was kann eigentlich nicht besser sein, so einen schönen Abschluss zu haben. Und wie du auch schon erwähnt hast, wirst du dem Radsport treu bleiben, nicht nur bei René Haselbacher in der Firma, sondern vielleicht auch künftig hier als Kommentator. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Was auf jeden Fall noch kurz zu erwähnen ist, sind die Cycling Austria Workouts, die hier auch nach den Weihnachtsferien, nach den Weihnachtsfeiertagen weitergehen. Hier ist es auf jeden Fall so, dass von November bis März die Nationaltrainer ein Online-Training anbieten, auch mit Swift-Aktivitäten, also sozusagen sogenannten Trainingsrides. Und auch Zoom-Aktivitäten wie Stabi-Training. Also ganz interessant, vor allem kann man sich da so ein bisschen gemeinsam fit halten und alle Weihnachtskekse auch wieder abtrainieren oder auch im Wohnzimmer aufgrund des Lockdowns Sport machen. Ich glaube, da werde ich auch mitmachen. Sollte ich es vielleicht auch machen. Jetzt sind wir da live im Rennen, live im Wohnzimmer von der Kathi Macher. Sie reitet da gerade einen Angriff. Ja, wir sehen hinten, die klammern sich fest. Also scheint nicht so leicht zu sein. Es geht jetzt da 3% bergauf am Kopfsteinpflaster. Sie kommt nicht davon. Wie viele Kilometer haben wir noch, Michi? Du bist da. Kilometer noch bis zum Ziel. Also jetzt wird es richtig spannend. Es sind hier die letzten Kilometer bis zum Ziel auf den Champs-Élysées. Wir sind hier wirklich virtuell in Paris, sozusagen Tour de France-Feeling heute bei der E-Liga. Wir sind hier am Kopfsteinpflaster und Kathi Machner richtig gut dabei heute wieder. Ja, fast ein bisschen Gänsehaut, wenn man Champs-Élysées, Kopfsteinpflaster und so knapp vorm Finale und dann eben den vollen Einsatz von den Mädels sieht.
ist wirklich super. Ja, wir haben noch ganz kurz was zu erwähnen. Die Barbara Humann vom ÖRV-Team hat heute Geburtstag. An der Stelle alles, alles Gute von uns. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Barbara. Wir freuen uns, dass du deinen Geburtstag beginnst mit einem E-Liga-Rennen. Ich glaube, schöner kann man gar nicht in den Tag starten. Alles Gute zum Geburtstag an Barbara Humann, die hier für das ÖRV-Team im Einsatz. So. Und noch wen haben wir? Den Michael Jaklic vom Junior Cycling Team Graz. Auch alles Gute zum Geburtstag, also zwei Geburtstage. Ja, sie haben da Spaß, an dem Geburtstag ein bisschen zu leiden. Alles Gute von uns. Ja, alles Gute an die beiden Geburtstagskinder sozusagen. Und wir blicken jetzt direkt zum Rennen, denn es wird jetzt wirklich ernst. Wir sind kurz vor der Zielankunft bei den Damen. Ja, es geht jetzt da nochmal um den Arc de Triomphe herum. Ja, wir haben, Entschuldigung, wie schon erwähnt, die Sarah Berndaler da auch ganz vorne mit dabei. Also ja, Kathi Machner hält sich da jetzt ein bisschen zurück. Ich glaube, sie wird ein bisschen den Windschatten ausnützen, sich von ihrer Attacke erholen. Und wird, ich bin mir sicher, dass sie nochmal zum Angriff blasen wird. Wir haben jetzt auch noch die letzte Sprintwertung, hier 1 Kilometer vor dem Ziel. Ja, jetzt haben wir schon, wie bei den anderen Rennen auch, eben diese Sprintwertung. Meiner Meinung nach ist besser, man lässt die aus, fährt da einfach nur mit den anderen mit drüber und konzentriert sich dann auf den Zielsprint, der dann gleich nachher erfolgt. Genau, im Bild jetzt in Deutschland Fiona Schröder sehen wir hier auch die ja mit vorne mit dabei auf den letzten Metern bis zum Ziel. Man sieht auch eine Nasenspitze rechts im Bildrand. Der Betreuer ist also nach wie vor an ihrer Seite und feuert sie hier an auf den letzten Metern bis zum Ziel. Schröder geht jetzt, wir sehen sie, wir haben sie auch live im Bild, also echt super. Sie reitet jetzt hier einen Angriff. Super, diese Emotionen, dieser Kampfgeist. Ja, da kommt wer mit einem Power-Up angeflogen und fährt vorbei. Kathi Machner hier richtig am Beißen. Sehr schön. Wir haben da eine Konterattacke. Was für ein spannendes Finale hier bei den Damen. Fiona Schröder, Kathi Machner geben hier alles auf den letzten Metern in Paris. Unglaublich auseinandergezogen jetzt. Letzten 100 Meter haben wir jetzt noch. Die Kathi gibt da echt alles. Also wirklich ein Wahnsinn, sich so zu überwinden auf der Rolle alleine. Emotionales Finale hier bei Kathi Machner. Es schaut sehr gut aus. Ich meine, die anderen, glaube ich, kommen noch ein bisschen heran. Die nützen da gegenseitig den Windschatten aus. Die Kathi, ich glaube, ihren Power-Up hat sie verwendet. Jetzt wird es noch ganz knapp. Ui. Das wird reichen für die Kathi. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaubliches Finale. Drei das war von richtig drei, so wie bei den Herren, als auch bei den Damen. Also wir haben da schon, glaube ich, unsere Favoriten jetzt einmal herausgefiltert. Unglaublich. Auch Fiona da ziemlich am Ende der Kräfte. Ende. Also die haben wirklich alles gegeben. Auf jeden Fall kann man sagen, wenn man sich hier auch nochmal die Bilder anschaut von Kathi Machner, unglaublich. Also wir haben sie bei allen drei Rennen, also mit dem heutigen einberechnet, sehen dürfen. So viele Emotionen und so viel hat sie, glaube ich, bis jetzt noch nicht gegeben. Ja, jetzt war es wirklich mal, dass sie nicht solo mit einer Minute vorne war, sondern wirklich da hart kämpfen musste. Und ja, die anderen Mädels haben da nicht locker gelassen. Sind ja, wie wir gesehen haben, noch sehr, sehr knapp rangekommen. Sehr, sehr schöne Slow Motion war das. Echt toll. Ganz tolle Bilder hier von Kathi Machner. Wir haben auch Fiona Schröder gesehen auf den letzten Metern, wie unglaublich ausgepowert die beiden Mädels hier im Ziel ankommen. Sie haben alles gegeben und wir freuen uns natürlich auch, diese Bilder Ihnen liefern zu können, meine Damen und Herren. Unglaubliche Emotionen hier beim dritten Rennen der E-Liga 2020-2021 des österreichischen Radsportverbandes. Ja, Matthias, wenn man sagen kann, jetzt haben wir drei Rennen bereits hier absolviert. Richtig spannendes Finale heute, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Nachwuchs auch auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn, für das eigentlich eine flache Strecke war, unter Anführungsstrichen, war das
eins von den spannendsten Rennen bis jetzt, muss ich sagen. Es hat sich wirklich viel getan. Es war am Ende immer sehr knapp. Es war jetzt nicht irgendwer da, der mit einem großen Abstand ins Ziel gekommen ist. Also mir hat es super gefallen heute. Das lässt auf mehr hoffen im neuen Jahr, wo wir ja wieder dann mit dem vierten Rennen starten. Genau, am 16. Jänner geht es weiter mit dem vierten Rennen der I-Liga des österreichischen Radsportverbandes. Wenn wir auf die Kilometer anschauen, 44,4, also ein bisschen kürzer als heute, aber auf jeden Fall wieder sehr knackig, was die Höhenmeter betrifft. Ja. Also das wird spannend auf jeden Fall. Das heißt, wir haben heute eher flach gehabt, nächstes Mal geht es wieder in die Berge. Ja, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ich glaube, soll ein Ansporn sein. Kekse abtrainieren, beim Rennen mitmachen. Also es kann sich jeder anmelden. Wir freuen uns natürlich auch dann über Zoom live dazu zu stoßen. Und ich glaube, an der Stelle wünschen wir auch allen frohe Weihnachten. Ja, wir wünschen auf jeden Fall frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Und an dieser Stelle dürfen wir auch anstoßen. Prosit Neujahr schon mal von unserer Seite. Es ist fast 12, also ich glaube, ja. Da geht es. Also genau. Wir haben mit unserem Glas... Stoßen wir da jetzt virtuell an. Ja, genau. Prost, Michi. Möge 2021 für uns alle ein tolles Jahr werden. Wir freuen uns, wenn wir Sie im neuen Jahr wieder begrüßen dürfen. Und bis dahin ganz viel Gesundheit und schöne Feiertage. Alles Gute.